Einen schönen guten Abend von meiner Seite. Mein Name ist Stefan Jaksch und ich darf Sie im Namen der Wiener Volkshochschulen ganz herzlich zu dieser Veranstaltung der Reihe Gegenbewegungen begrüßen und ich freue mich außerordentlich über das große Interesse. Ich koordiniere bei den Wiener Volkshochschulen gesellschaftspolitische Veranstaltungsreihen und ich darf heute das Hosting und die technische Betreuung des Webinars übernehmen. Wie Sie sehen, befinden wir uns in der Zoom-Webinar-Umgebung. Das ist das erste Mal, dass wir tatsächlich in der Webinar-Umgebung sind im Rahmen dieser Reihe. Also für die, die vielleicht schon die eine oder andere Veranstaltung der Reihe besucht haben, ist es etwas neu. Das bedeutet, dass Sie selber nicht die Videofunktion einschalten können und auch die Audioleitung standardmäßig für Sie als Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht aktiviert ist. Fragen können Sie nicht, wie Sie es vielleicht gewohnt sind, im Chat stellen, sondern in einer weiteren Schaltfläche, die Sie unten sehen, die F und A, Fragen und Antworten heißt. Und diese Fragen werden dann von unseren Expertinnen dann natürlich im Laufe der Veranstaltung beantwortet. Wenn Sie nicht wollen, dass Ihr Name als Fragestellerin oder Fragesteller genannt wird, haben Sie hier auch die Möglichkeit, die Fragen anonym zu stellen. Das ist bei der F&A-Funktion ganz einfach anzuklicken. Ich möchte Ihnen ganz herzlich eine spannende Veranstaltung und interessante Veranstaltung wünschen und übergebe gleich an den Moderator des heutigen Abends, Herrn Michael Getzner. Ja, willkommen, sehr verehrte Damen und Herren. Vielen herzlichen Dank, Herr Jaksch, für die technische Einführung. Ich darf Sie herzlich begrüßen zu einer weiteren Veranstaltung von Gegenbewegungen der VHS Wien und Linz. Wir haben heute die große Freude und die Ehre, zwei prominente Gäste, zwei prominente Sprecherinnen begrüßen zu dürfen. Ich darf mich auch kurz vorstellen. Mein Name ist Michael Getzner. Ich bin Professor für Finanzwissenschaften und Infrastrukturpolitik und Volkswirt an der Technischen Universität Wien und habe die Ehre, hier heute nur spannend die Diskussion mitzuverfolgen und dann auch Ihre Fragen auch zu moderieren und auch zu schauen, dass wir gute Antworten bekommen. Darf ich auch vorausschicken. Ja, ich darf vorstellen, unsere zwei heutigen unsere Sprecherin und unseren Sprecher. Unser Hauptreferat hören wir heute von Professorin Ulrike Knobloch mit dem Titel Die Ökonomie des Versorgens. Frau Professorin Knobloch ist seit 2016 Professorin für Ökonomie und Gender an der Universität Vechta in Deutschland. Sie hat Volkswirtschaftslehre studiert, also sie ist Volkswirtin, sozusagen so wie ich, aber sie hat noch viel, viel mehr getan, nämlich sie ist auch Philosophin, also sie hat auch Philosophie und Ethik studiert und hat auch an der Universität St. Gallen in diesem Bereich und in dieser Schnittstelle auch ihre Dissertation geschrieben, 1994, zur Theorie und Ethik des Konsums, Reflexionen auf die normativen Grundlagen sozial-ökonomischer Konsumtheorie und hat sich dann also auch weiterentwickelt mit Stationen in St. Gallen, in Luzern, in Bern, in Freiburg, in der Schweiz. Forschungsaufenthalte führten sie auch nach New York an die New School of Social Research. Und witzigerweise, wir haben auch eine weitere Gemeinsamkeit, nämlich sie hat auch am Rensselaer Polytechnic Institute in Troy, New York, gearbeitet. Das ist eine kleine technische Uni, die eine sehr interessante Curricula auch hat, insbesondere auch für Ecological Economics, also auch in diesem Spannungsfeld, also zwischen Wirtschaft und Ethik und Nachhaltigkeit. Ihre Themen, die sie bearbeitet in Forschung und Lehre, befassen sich insbesondere mit pluraler feministischer Ökonomie, denn auch den normativen Grundlagen, das haben wir sehr
wichtig, dass man das nicht nur sagt, man ist da quasi wertfrei, sondern man befasst sich auch mit den normativen Grundlagen einer Theorie, mit Wirtschaftsethik, mit Ordnungsethik und das, was uns heute besonders befassen soll, Versorgungsökonomie und Versorgungssysteme im Vergleich. Und Sie würden uns auch gleich erklären, was die Ökonomie des Versorgens denn ist und warum das so wichtig ist. Und vor allem auch vielleicht, darf ich vorausschicken, warum das von der Standardwirtschaftstheorie mehr oder weniger ignoriert wird und welche auch durchaus auch gleichbehandlungsfeministischen Perspektiven da auf diese Versorgungsökonomie zu legen sind. Ja, ich darf auch empfehlen, ein Buch auch zur heutigen Veranstaltung Ökonomie des Versorgens 2019 erschienen und Frau Professorin Knobloch hat das herausgegeben. Ich würde vielleicht auch gerne gleich unseren zweiten Redner, der den Vortrag auch kommentieren wird, kurz vorstellen wollen. Andreas Novi ist Sozioökonom und Professor an der Wirtschaftsuniversität Wien. Er ist auch Leiter des Institute for Multilevel Governance and Development und ist im Bereich Sozioökonomie bestens vertreten, ist Co-Direktor eines Masterprogramms auch auf der Wirtschaftsuniversität zu Social, Ecological, Economics and Policy, also auch sehr stark auf Nachhaltigkeit fokussiert, auf quasi die Verbindungen zwischen Ökologie, Ökonomie, Nachhaltigkeit und auch sozusagen Policy, also Politik. Er hat auch kürzlich ein sehr prominentes Buch herausgegeben zu nachhaltig Wirtschaften, zukunftsfähiges Wirtschaften, auch nachhaltiges Wirtschaften natürlich. Darf ich auch sehr allen Zuhörerinnen und Zuhörern herzlegen, ein brandneues Buch aus 2020. Gut, der langen Rede der Einleitung sozusagen quasi zu Ende kommen, darf ich Frau Professorin Knobloch bitten, mit Ihren Ausführungen zu beginnen. Wir haben ungefähr uns vorgenommen, etwa 40, 45 Minuten uns mit den Inhalten zu befassen. Herr Professor Mohi wird dann also kommentieren, vielleicht auch eine Frage stellen und dann werden wir in die Diskussion auch einsteigen. Vielen herzlichen Dank an Sie beide und ich freue mich auf die spannende Diskussion, den spannenden Vorträgen, die spannenden Vorträge. Dankeschön. Jetzt kann man mich, glaube ich, hören. Ich hatte schon zu früh begonnen. Herzlichen Dank für die Einladung und auch für die Vorstellung. Ich hoffe, Sie können die Folien sehen. Also ich habe sie jetzt geteilt, den Bildschirm ist das hier auf Zoom und möchte eben, wie Herr Getzner auch schon gesagt hat, Ihnen heute zur Ökonomie des Versorgens, so meinen Stand der Forschung und auch in der Lehre kundtun und darüber berichten, was so eben ich in der Zeit, in den letzten Jahren, gerade auch in Vechta, die letzten Jahre da erarbeitet habe. Und auf das Buch werde ich auch noch kurz zu sprechen kommen. Damit werde ich gleich beginnen. Ich wäre gerne nach Wien und Linz gekommen. Wien ist eine meiner Lieblingsstädte in Europa und eigentlich auch darüber hinaus. Aber eben die Zeiten sind, wie sie sind. Und jetzt bin ich einfach dankbar und froh, dass wir wenigstens online uns eben austauschen können. Es ist ja hier auch jetzt 45 Minuten Vortrag geplant und dann ja ein Kommentar und dann eben auch eine Diskussion, die hoffentlich auch lebendig wird. Was ich mit Ihnen heute hier machen möchte, ist zunächst mal eine kurze Einführung in die Ökonomie des Versorgens geben, dann mal nachfragen, was ist eigentlich Wirtschaft? Weil für die Ökonomie des Versorgens müssen wir den Wirtschaftsbegriff erweitern, um wirklich alles in den Blick zu bekommen. Werde ich aber dann nachher ausführlicher. Werde etwas zu den Entlastungsprozessen von unbezahlter Arbeit sagen. Das sagt Ihnen vielleicht jetzt noch wenig, aber das wird dann hoffentlich auch deutlich. Und etwas zu einer Versorgungsethik. Herr Getzner hat schon gesagt in der Vorstellung, dass ich mich sehr stark mit den normativen Grundlagen auseinandersetze, kritisch reflektieren gerade, was in der Wirtschaftswissenschaft oft vorausgesetzt wird. Und ich habe das, weil ich die feministische Wirtschaftsethik, die ich aufbauend auf der integrativen Wirtschaftsethik in St. Gallen entwickelt habe, auch noch in der Gliederung unterbringen wollte, als was
breit eben feministische Wirtschaftsethik als kritisch-reflexive Versorgungsethik den Punkt benannt. Und dann möchte ich eigentlich dazu einladen, weiterzudenken mit mir Richtung zukunftsfähige und geschlechtergerechte Versorgungssysteme, weil das ist etwas, da kann eine einzelne Wissenschaftlerin, ein einzelner Wissenschaftler natürlich nicht das Ganze machen, sondern da müssen ganz viele Bausteine und Ideen und Stränge und Visionen zusammenkommen. Aber da werde ich zumindest meinen Stand der Dinge darlegen. Zur Ökonomie des Versorgens. Ich muss mal ein bisschen kleiner das hier machen mit den ganzen Videos, sonst sehe ich meine eigenen Folien nicht. Das ist bei Zoom einfach so, dass alles auf einem Bildschirm stattfindet und insofern muss man dann sich den Bildschirm gestalten. Schon angekündigt, dieser Sammelband Ökonomie des Versorgens 2019 von mir herausgegeben und erschienen im Belz Juventa Verlag. Und dieser Sammelband, hatte zum Ziel, die verschiedenen Ansätze feministisch-kritischer Wirtschaftstheorie im deutschsprachigen Raum sichtbar zu machen. Meine These, von der ich ausgegangen bin und eigentlich auch meine Intention, lautete, dass es im deutschsprachigen Raum eine Reihe wichtiger Ansätze feministisch-kritischer Wirtschaftstheorien gibt, die aber in den nationalen und auch in den internationalen Debatten wenig, vielleicht sogar zu wenig sichtbar sind. Und das sieht oder man merkt schon, dass hier eben die verschiedenen Ansätze zusammengedacht oder zusammengebracht erstmal werden müssen, also zumindest zur Kenntnis genommen, zusammengebracht. Und dass es hier nicht um die eine feministische Ökonomie gehen kann, sondern dass es plurale, verschiedene Ansätze gibt innerhalb der feministischen Ökonomie, die eben reichen von einer kritischen Haushaltstheorie über die Subsistenztheorie bis zu einer feministisch-ökologischen Ökonomie. Und da eben auch immer wieder die unterschiedlichsten Ansätze zu finden sind. Und das ist gut so. Mir ist es immer wichtig, eben besagte normative Grundlagen sichtbar zu machen, weil alle Wirtschaftstheorien basieren auf Wertgrundlagen, auf normativen Grundlagen. Und das ist eben etwas, was die Wirtschaftsethik, die kritische, grundlagenkritische Wirtschaftsethik zu ihrer Aufgabe, zu einer ihrer ganz zentralen Aufgaben gemacht hat. Die Ökonomie des Versorgens, wie gesagt, wir sind noch in der Einführung, will ich hier eben in den zentralen Ideen schon skizzieren. Das Ziel des Wirtschaftens gilt es festzuhalten. Das muss jede Wirtschaftswissenschaft, oft als Marktwirtschaft mit der Erfüllung der Präferenzen gesetzt. Das wird dann oft nicht weiter hinterfragt, sondern als implizit normatives Ziel gesetzt. Und ich möchte eben als explizit normatives Ziel dagegen die Versorgung als Ziel formulieren. Es geht um die angemessene Versorgung aller Menschen, nicht nur das individuelle und gesellschaftliche, sondern eben auch national und global betrachten. Die Versorgung mit Lebensmitteln und anderen zum guten Leben notwendigen Dingen durch bezahlte und unbezahlte Versorgungsarbeit. Und wenn Sie dann weiterblicken, was ist jetzt, vielleicht haben Sie schon von Care-Work, Care-Economics gehört, was ist jetzt dann neben Sorgearbeit, Versorgungsarbeit, auch da jetzt in aller Kürze vorab. Es geht um bezahlte und unbezahlte Arbeit, die das Versorgen mit dem zum guten Leben Notwendigen von sich und anderen zum Ziel hat. Wobei die Unterscheidung, das ist mir auch immer wichtig, von Generationen nach ihren Versorgungsaufgaben sinnvoll ist. Also es geht darum, wirklich die Menschen, die vorrangig versorgt werden, von denen, die vorrangig versorgen, eben ja, abzugrenzen, weil das auch nochmal unterschiedliche Aufgaben natürlich bedeutet. Ob Sie jetzt ein junger Mensch, ein erwachsener Mensch oder ein alter erwachsener Mensch sind oder ein hochbetagter erwachsener Mensch, das gibt unterschiedliche Versorgungsaufgaben, die damit verbunden sind. Ich werde auf den Versorgungsdiamanten zu sprechen kommen, dass es eben nicht nur um die Versorgung im Marktsektor geht, sondern auch um die Versorgung im öffentlichen Sektor, im Non-Profit-Sektor und im Haushaltssektor. Und ich werde etwas zu den Entlastungs-, aber auch zu den Verlagerungsprozessen im Versorgungsdiamanten sagen.
Die Versorgungsarbeit, hier habe ich eine spannende und ausgezeichnete Umschreibung mitgebracht aus dem Buch Beyond Caring Labor to Provisioning Work. Also wir starten wirklich bei der Sorgearbeit und enden bei der Versorgungsarbeit, um gerade auch in der Ökonomie nicht ständig eigentlich abgrenzen zu müssen, was ist denn jetzt bitte schön Sorgearbeit und was ist dann Versorgungsarbeit oder andere Arbeit. Und insofern habe ich mir eben diesen Begriff der Versorgungsarbeit zu eigen gemacht und finde ihn eben in diesem Buch hervorragend charakterisiert, eben als all activities that secure resources and provide the necessities of life that never are finished. They performed regularly, require energy and attention. Die to ensure the survival and well-being of oneself and others, die ja frei zu wählen oder eben auch vorgeschrieben sind, also weil sie einfach getan werden müssen und eben alles Aktivitäten, die notwendig sind und ohne die man nicht überleben könnte. Also wunderbar eben dargelegt, was damit. Und in dieser Studie, es war eine ganze Studie über kanadische Gemeinden und dort hatten sie eben am Anfang diese wunderbare Definition dargelegt. Aber was ist jetzt eigentlich Wirtschaft? Das ist die große Frage, die es vorab zu klären gilt, um überhaupt zur Ökonomie des Versorgens zu kommen. Weil wenn wir in der Marktwirtschaft stehen bleiben, was ja die Wirtschaftswissenschaften gerade im Mainstream oft tun, vielleicht noch ein bisschen Wirtschaftspolitik, Staatswirtschaft dazu nehmen, möglichst dann immer mit dem Zusatz möglichst wenig, oft eben mit Bezug auf Adam Smiths unsichtbare Hand, da könnte ich ganz eigene Veranstaltungen zu machen, dass das irgendwie der falsche Bezug ist, also die unsichtbare Hand des Marktes wird dann oft interpretiert, aber bei Smith war es eigentlich die unsichtbare Hand Gottes, die da einzelne Fälle mal einmal in der Wealth of Nations aufgetreten, die unsichtbare Hand. Also insofern schon bei ihm wird eigentlich der Fokus auf die Marktwirtschaft mit ein bisschen Staat gelegt, wobei bei Adam Smith sicherlich noch mehr Staatswirtschaft drin ist. Er wollte ja eine politische Ökonomie schreiben, als ihm dann zugewiesen wird. Also der Nachtwächterstaat war nicht seine Perspektive auf die Wirtschaft. Wäre aber ein anderes Thema. Hier will ich, wie gesagt, aufzeigen, dass Wirtschaft mehr ist als Marktwirtschaft und Staatswirtschaft, sondern dass es auch um Sozialwirtschaft, um Hauswirtschaft, um Landwirtschaft und vieles andere mehr geht. Ich werde mich aber auf die ersten vier hier fokussieren. Wichtig ist es, den Gegenstandsbereich überhaupt zu bestimmen. Das machen nämlich viele in den Wirtschaftswissenschaften heute gar nicht mehr, sondern setzen selbstverständlich voraus, was sie eben alles unter der ökonomischen Perspektive eines Homo economicus betrachten können, dass das dann Ökonomie ist. Das kann bis zu Dingen wie die Ökonomie des Zähneputzens reichen. Ich würde jetzt das Zähneputzen nicht wirklich zur Ökonomie zählen wollen, egal mit welchem Handlungsmodell das dann angeschaut wird. Die Wirtschaft gilt es nicht auf Unternehmen zu verkürzen, also auf marktwirtschaftliche Unternehmen, sondern eben, obwohl denen eine große Verantwortung zukommt, sondern eben andere Sektoren, die genannten, einzubeziehen. Und so kommen wir eben vom Wohlfahrtsmix, wo das in den 70er Jahren immer auch schon diskutiert wurde, dass das der Wohlstand, die Wohlstandsproduktion nicht allein in Markt und Staat stattfindet, sondern an vielen anderen Bereichen noch und vor allen Dingen eben in den Non-Profit-Bereichen und im Haushalt, kommen von dort eben zum Sorgediamanten und zum Versorgungsdiamanten. Ja, ich habe mal hier gerade in die Chats geguckt, ob mich was betraf, weil ich habe jetzt hier Vollbild an und kann den Chat nicht so gut sehen. Also bitte, wenn es was zu sagen gibt, notfalls dann im Audio. Der Versorgungsdiamant, der ist aufbauend auf dem Sorgediamanten und auch eigentlich auf besagtem Welfare-Mix der 70er, 80er Jahre aufbauend, eben genau visualisierend das, was ich schon gesagt habe, dass wir eben, wenn wir es mit Wirtschaft oder hier mit Versorgungsarbeit zu tun haben, eben mehrere Sektoren hinzuziehen müssen. Und
Wir sind ja zum Teil jetzt auch zumindest virtuell in Wien. Ich habe mit Luise Gubitzer schon auch interessante Diskussionen gehabt, weil sie hat noch einen fünften Sektor dabei, den kriminellen Sektor. Andere nehmen die Natur als zusätzlichen Sektor, die Zivilgesellschaft, eben die Landwirtschaft könnte man vielleicht auch noch dazu nehmen als primären Sektor, Wirtschaftsbereich dann auch. Aber ich finde, für mich reicht eben diese Vierteilung sehr gut aus, um eben deutlich zu machen, an welch verschiedenen Stellen gewirtschaftet wird, Versorgungsarbeit geleistet wird, bezahlte und unbezahlte Versorgungsarbeit. Was ich mir jetzt erstmal mit Ihnen noch ein bisschen besser anschauen möchte, das ist eben der untere Teil, der Haushaltssektor, die Haushalte. Und auch in anderen Sektoren wird durchaus unbezahlt gearbeitet, unbezahlte Überstunden ist so ein Phänomen, was es sicherlich nicht nur in Deutschland gibt. Aber gerade eben auch im Haushaltssektor gibt es eine Reihe von unbezahlter Arbeit und zu dieser Größenordnung möchte ich gleich noch etwas mehr sagen. Aber ich habe hier eine Folie dazwischen geschaltet, um überhaupt mal zu zeigen, welche Meilensteine der Versorgungsweisen wir eigentlich schon bewältigt haben und dann eben auch der Blick darauf, was ist eigentlich der nächste gewaltige Schritt, den es zu tun gibt. Wirklich mal einen Blick jetzt wirklich weit zurück. Also meine Studierenden kennen das schon, dass ich gerne mal bis Aristoteles zurückgehe, um zum Haushalt etwas zu sagen, weil Oikonomia kommt ja von Oikos und Nomos oder Nemi und Oikos ist das Haus. Also das ist auch immer ganz wichtig zu wissen, woher der Ökonomiebegriff kommt. Aber jetzt gehe ich eben noch mal ein ganzes, einige Jahrtausende zurück bis zur Neolithischen Revolution, was ja wirklich ein Meilenstein in der Versorgungsentwicklung war, als nämlich eben Ackerbau und Viehzucht Standard wurden und die Menschen sesshaft und Agrargesellschaften. Da ist, was es auch Spannendes dazu noch zu sagen gäbe. Aber ich will hier wirklich deswegen auch in aller Kürze hier nur so diese groben Linien aufzeigen. Eben industrielle Revolution, Adam Smith habe ich schon genannt, das ist derjenige, der eben zu der Zeit wirklich anfängt, Wirtschaftswissenschaften in anderer Form darzulegen. Die Entstehung von Industriegesellschaften sind wegweisend und grundlegend für seinen Wohlstand der Nation, für sein Werk. Und eben der ganze sekundäre Sektor, die Industrie entsteht. Dann seit den 1970er Jahren eine Tertiarisierung. Die Dienstleistungsgesellschaften entstehen und die Dominanz des tertiären Sektors nimmt weiter zu. Mittlerweile sind 75% dessen, was im Bruttoinlandsprodukt ausgewiesen wird, Tätigkeiten, Arbeitsstunden, die im tertiären Dienstleistungssektor geleistet werden. Und von dort kommen wir dann eben zu neueren Entwicklungen. Die Globalisierung ist einerseits uralt, aber in diesem enormen Ausmaß dann doch ein Phänomen der 1980er Jahre. Und die Digitalisierung, Fluch und Segen zugleich, auch die bringt ein ganz anderes Versorgen und Versorgungsmöglichkeiten. Jetzt gerade heute in meiner Lehrveranstaltung hier diesen Begriff des Clickworkers gelernt und damit auch argumentiert oder diskutiert. In der Diskussion kam er auf. Und das ist ja einfach auch ein Phänomen jetzt neueres, also des 21. Jahrhunderts neuerer Zeit. Hier stellt sich in allen Phasen, aber vor allen Dingen in den letzteren, die Frage, wie verändert sich die Versorgung im Haushalt und was wird überhaupt unter Haushalt gefasst? Das ist sozusagen jetzt der Übergang zum Haushaltssektor, aber auch zu dieser ganzen unbezahlten Arbeit, die vor allem im Haushaltssektor geleistet wird. Also was ist unbezahlte Arbeit? Haus- und Betreuungsarbeit, aber eben auch Freiwilligenarbeit, die natürlich in digitalen Zeiten auch im Haus zu Hause gemacht werden kann, aber sonst ja an vielen, vor allem Non-Profit-Organisationen dann stattfindet. Und hier kann man wiederum formelle und informelle Freiwilligenarbeit unterscheiden. Und jetzt, um überhaupt mal eine Größenordnung der unbezahlten Arbeit zu erarbeiten, zu untersuchen, ist es
wichtig. Und so macht es hier auch das Deutsche Statistische Bundesamt, Bereiche, ganze Arbeitsbereiche, also nicht nur Haus- und Betreuungsarbeit zu sagen, sondern nochmal die Arbeitsbereiche zu benennen. Also wirklich Küche, Putzen, Waschen, Garten, Handwerk, Einkaufen, Haushaltsorganisation, Betreuung, Pflege von Haushaltsmitgliedern, dann Ehrenamt und Unterstützung anderer Haushalte, wobei mir der Begriff Freiwilligenarbeit besser gefällt. Der ist auch breiter als Ehrenamt. Aber jetzt sind einfach die Begriffe, so wie sie in den Statistiken dann auch genutzt werden, und die ganzen Wegezeiten. Dann lässt sich eben mit Zeitverwendungserhebungen das Volumen unbezahlter Arbeit in einem Jahr in einem Land bestimmen und mit Satellitensystem Haushaltsproduktion der Wert unbezahlter Arbeit in einem Land in einem Jahr. Das ist jetzt auch nichts wirklich Neues. Diese Zeitverwendungserhebungen gibt es schon früh, also erste schon 1910, 20 so, auch wenn sie noch nicht so genannt wurden, aber Ähnliches, wo man wirklich die Zeiten erhebt, wie sie eben verwendet werden im Tagesverlauf, im Wochenverlauf. Aber mit der vierten Weltfrauenkonferenz in Peking 1995, da wurde die Forderung gestellt, wirklich diese Zeitverwendungserhebungen und auch die Berechnungen zum Wert der unbezahlten Arbeit in die nationalen Statistiken aufzunehmen. Vorher waren das dann oft einzelne, entweder Individuen, Forscher, Wissenschaftlerinnen oder eben auch zum Beispiel Kirchgemeinden, die das dann eben für ihren Bereich so in unbezahlter Arbeit, eine Erhebung zur unbezahlten Arbeit gemacht haben. Aber eben das war dann auch eine Forderung dieser Aktionsplattform, also das Ergebnisprotokoll sozusagen der Weltfrauenkonferenz in Peking 1995. Allerdings hatten sowohl Österreich als auch Deutschland vorher schon erste Zeitverwendungserhebungen gemacht. Und das werde ich auch gleich noch zeigen. Zumindest die neueren Erhebungen. Das United Nations Development Programme hat auch um diese Zeit der vierten Weltfrauenkonferenz den jährlichen Human Development Report, also HDR steht für Human Development Report, hat den eben zu geschlechtergerechten Wirtschaften beziehungsweise zur unbezahlten Arbeit und Verteilung von unbezahlter Arbeit weltweit gemacht und hatte eben dieses Bild auf dem Cover. Also das war wirklich zumindest der untere Teil, das Cover des HDR, Berichts über die menschliche Entwicklung 1995. Und dieses, ich sage immer Mini-Tangramm dazu, das ist zugleich auch das Ergebnis, was jetzt eben bei der Untersuchung rausgekommen ist, weil mal alle Zeitverwendungserhebungen, die damals schon vorlagen, eben inklusive dessen aus Österreich und Deutschland, diese Zahlen mit aufzunehmen. Und so hat man Durchschnittszahlen gebildet. Und das sagt Ihnen jetzt so noch vielleicht wenig, aber wenn ich das hier auflöse und die Ergebnisse mal mit bezahlt und unbezahlt und das Frauenzeichen und das Männerzeichen doppelt daneben mache, dann wird vielleicht deutlich, was denn dieses Ergebnis damals war. Und ich nehme ein bisschen die Spannung raus. Es hat sich ein bisschen was seitdem geändert, aber nicht so viel, dass dieses Bild völlig anders gestaltet werden müsste. Das UNDP, das United Nations Development Program, arbeitet jetzt in einer so Wiederauflage oder auch einer Aktualisierung. 2015 war das nicht mehr mit diesem Bild, sondern mit so einfach Vierecken, die Prozentzahlen zeigen, weil sie vielleicht, also sind ja auch Statistiker dabei, die fanden das vielleicht zu ungenau. Aber mir geht es eigentlich gar nicht um die genauen Zahlen, sondern um diese Größenordnungen, weil wir haben keine aktuellen Zahlen. Diese Zeitbudgeterhebungen werden nur so alle 10, 12 Jahre immer gemacht. Und insofern, auch wenn sie so häufig wie das Bruttoinlandsprodukt und die ganze volkswirtschaftliche Gesamtrechnung gemacht werden müssten, das wäre mein Wunsch und der Wunsch vieler, aber schon alle 10 Jahre, sagen sie, ist so viel Arbeit und so viel Aufwand, das kann man eigentlich gar nicht leisten. Aber was sehen wir hier auf dieser Abbildung? Wir sehen drei Sachen eigentlich, die alle bemerkenswert sind. Vielleicht noch am wenigsten, dass die
unbezahlte und die bezahlte Arbeit geschlechtsspezifisch verteilt sind. Das, denke ich, haben Sie alle erwartet. Aber was mich in den 90er Jahren, als dieser Bericht erschien, wirklich verblüfft hat, ist, dass die bezahlte Arbeit genauso viel ist wie die unbezahlte Arbeit. Oder umgekehrt, also das Unbezahlte, was wir unbezahlt tun, ist genauso viel wie bezahlt. Weil was Männer und Frauen zusammen machen, ist ja oben genauso groß oder ähnlich groß wie unten. Und wenn etwas größer ist, dann ist es in der Regel die unbezahlte Arbeit, wie man in deutschen Zahlen sehen kann. In Österreich ist tatsächlich die bezahlte Arbeit etwas, nicht viel mehr. Also die Größenordnungen sind immer ähnlich, aber dann gibt es immer mal so Unterschiede dabei. Werden wir uns gleich noch anschauen. Und was eben auch noch spannend war, das waren Durchschnittszahlen für einmal die Industrieländer, wie man damals sagte, und einmal für Entwicklungsländer. Und die sind eben auch nicht groß voneinander zu unterscheiden. Also das würde jetzt für beide Ländergruppen eben zutreffen. So ein Drittel ist bei den Frauen bezahlte Arbeit, zwei Drittel unbezahlte. Und bei den Männern ist eben zwei Drittel bezahlte Arbeit, ein Drittel unbezahlte Arbeit. Und der Unterschied zwischen Industrie- und Entwicklungsländern war eben, dass bei den Entwicklungsländern die Männer drei Viertel bezahlt und ein Viertel unbezahlte Arbeit geleistet haben. Also das sind natürlich Durchschnittszahlen und eben auch so diese Bruchzahlen. Also überhaupt nicht genau, aber die Größenordnung, das ist eben schon gewaltig. Ja, und für Österreich gibt es eine Zeitverwendungserhebung 2008, 2009. Das scheint die letzte gewesen zu sein. Ich habe hier die Zahlen auch aus dem HDR, aus dem Bericht über die menschliche Entwicklung und habe da ein paar eigene Berechnungen gemacht. Auch die sind nicht 100% genau, weil um das einfach aufaddieren zu können, müsste ich genauere Zahlen über jetzt Verteilung Männer-Frauen in der ganzen Gesellschaft haben. Sie wissen, dass mehr Jungs geboren werden, aber im Laufe des Lebens gibt es dann irgendwann gerade im hohen Alter mehr Frauen. Also das würde jetzt hier vielleicht leichte Verschiebung, aber nicht viel Verschiebung führen. Insofern habe ich mir erlaubt, das hier aufzuaddieren. Und dann sieht man eben für Österreich, eben, also hier sind es nicht mehr Bruchzahlen, sondern Minuten pro Tag. Aber ich habe es trotzdem in dieses Mini-Tangramm hineingeschrieben, die Diagonale etwas aufgerichtet. Und insofern sehen Sie hier eben entsprechend die Aufteilung, die ja nach der Vorrede vielleicht nicht mehr überrascht. Also immer auch noch stark geschlechtsspezifische Verteilung und eben die unbezahlte Arbeit ist gewaltig, aber in Österreich etwas weniger als die bezahlte. Für Deutschland ein umgekehrtes Bild. Die unbezahlte Arbeit ist deutlich größer als die bezahlte Arbeit. Da lässt man auch gerne mal so Abgrenzungsvorstellungen dann, bringt man ins, heran. Um eben deutlich zu machen, dass es ja doch wahrscheinlich so große kulturelle Unterschiede da nicht gibt, dass das so gewaltig anders ist. Also da müsste man jetzt in die einzelnen Zahlen einsteigen, was ich hier nicht machen will, sondern auch nochmal verdeutlichen, dass es Verschiebungen gegeben hat auf der Seite der Männer, dass dort eben ja grob 60% jetzt bezahlt und 40% unbezahlt geleistet wird. Aber bei den Frauen ist es sowohl in Österreich wie auch in Deutschland immer noch diese ein Drittel, zwei Drittel Verteilung. Leider hat die UNDP, auf die ich mich auch hier beziehe, die alten Zahlen genommen. Also das ist noch die Zeitbudgeterhebung von 2001/2 in Deutschland. Es gibt eine aktuellere 2012/13. Es gibt auch da wieder leichte Abweichungen, leichte Unterschiede, leichte Entwicklungen, aber nie so, dass man denkt, ja, jetzt haben wir das irgendwie mal bewältigt, die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung oder irgendwie die unbezahlte Arbeit gibt es gar nicht mehr. Sondern es ist tatsächlich so, dass Männer etwas mehr unbezahlte Arbeit leisten, Frauen etwas weniger, aber das ist immer noch nicht so, dass wir in den nächsten 10, 50 Jahren wirklich eine Gleichverteilung hätten. Also das sind kleinere Verschiebungen. Aber eben auch hier die Zeitverwendungserhebung 2012/13 in Deutschland ist die aktuellste und auch hier müsste man dringend wieder aktualisieren, auch eben ähnlich wie in volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen deutlich machen können, was jetzt zum Beispiel auch die Corona-Pandemie für Entwicklung in der unbezahlten Arbeit mit der Homeschooling-Situation hat. Also das lässt sich natürlich überhaupt nicht machen, wenn man nur alle Jahrzehnte so eine Erhebung macht, die zugegebenermaßen
einigermaßen teuer und aufwendig sind und auch die Auswertung einiges an Zeit beansprucht. Aber ja, wünschenswert wäre, die durchaus öfter zu machen. Kommen wir zu den Entlastungsprozessen von unbezahlter Arbeit. Wir sehen, es ist gewaltig viel und da liegt es nahe, dass wir überlegen, ja, wie können wir denn gerade auch durch Technik oder durch andere Möglichkeiten eigentlich weniger unbezahlte Arbeit leisten oder von anderen leisten lassen. Oder eben zu bezahlter Arbeit machen. Das ist alles möglich und ich habe dafür dieses 4V, es gibt auch RS, also im Englischen Reduce und was nicht alles, aber ich habe mich hier auch in Anlehnung auf die Fachliteratur, gerade von Madurin und Razavi, für verändern, vermeiden, verteilen und verlagern entschieden. Also verändern können wir die unbezahlte Arbeit, indem wir sie effizienter erledigen und wer möchte die Waschmaschine und den Herd nicht missen, ob der Saugroboter so viel Arbeitserleichterung ist oder nicht mehr, eine Stolperfalle wird sich noch erweisen, Smart-Home-Technologien, alles schön, aber im Zweifel ist die Arbeitsverringerung dadurch noch nicht so gewaltig, also das hat auch immer eine Anfälligkeit und so. In einzelnen Fällen, wie gesagt, ist das ein riesiger Effizienzsprung, was wir da haben, aber nicht in allen Fällen. Also insofern würde ich jetzt nicht alles auf die Technik setzen. Und wir können dann als nächsten Schritt unbezahlte Arbeit vermeiden, also einfach seltener ausführen oder gar nicht mehr ausführen, seltener waschen, saugen, putzen, Lebensmittel und Kleidung kaufen statt selber herstellen. Also Sie merken wieder den ganzen Durchgang, wer stellt schon heute noch Kleidung wieder her, es sei denn eben mit Upcycling und Do-it-yourself. Aber sonst sind wir eigentlich in den letzten Jahrzehnten dazu übergegangen, alles zu kaufen. Das ist dann wie wieder eine Renaissance des Selbermachens. Aber im Moment sind wir eigentlich noch, ja, alles noch weit weg produzieren lassen. Da muss es erst wieder eine richtige, noch größere Bewegung geben zurück. Und dann verteilen die unbezahlte Arbeit auf alle Haushaltsmitglieder, aber auch auf Verwandte, die nicht im Haushalt leben, auf Freunde, auf Nachbarn. Aber Sie merken schon, auch das ist begrenzt. Und was in den letzten 30 bis 50 Jahren sicherlich die Hauptstrategie war, ist unbezahlte Arbeit verlagern an den Staat, an die Non-Profit-Organisationen, was die Kinderbetreuung, die Ganztagsschulen, ambulante Pflegedienste angeht. Aber dann eben auch Leistungen auf den Markt übertragen, also ins Restaurant essen gehen, Fertiggerichte einkaufen, die Wäscherei konsultieren und so weiter. Oder eben auch Leistungen innerhalb des Haushalts an Dritte übertragen, also Reinigungskräfte einstellen, Gärtner und Gärtnerinnen. Das sind einige Beispiele, also da kann man natürlich ganz viel noch dazu bringen. Und diese Verlagerungsprozesse, die habe ich jetzt wiederum in diesem Vier-Sektoren-Modell verdeutlicht. Also es gibt die Pfeile wirklich jetzt in alle Richtungen. Wir können jeden einzelnen Pfeil benennen, Privatisierung vom öffentlichen in den Marktsektor und Verstaatlichung eben in die umgekehrte Richtung. Aber was mich wiederum interessiert, ist die Bewegung eben vom Haushalt ausgehend in die anderen Sektoren. Und hier wird oft von Ökonomisierung gesprochen. Ich hatte Ihnen schon gesagt, Ökonomie weit verstanden, beinhaltet auch die Haushaltsökonomie. Das ist ein bisschen doppelt, aber eben um das von Marktökonomie abzugrenzen, spreche ich dann doch immer mal auch von Haushaltsökonomie. Und deswegen aber hier eben nicht von Ökonomisierung, sondern von Monetarisierungsprozessen, weil da wird eben gegen Bezahlung jetzt die Arbeit geleistet. Übrigens auch im Haushaltssektor, wenn man das an Dritte abgibt, wie ja gerade benannt. Also das kann man auch nochmal vervollständigen mit einem Pfeil oder einem Kreis rundherum um den Haushaltssektor herum. Und dann ist eben ein Phänomen ganz interessant, weil wir ja immer so auf das Wachstum noch fixiert sind. Und wenn wir unbezahlte Tätigkeiten auslagern in den bezahlten Bereich, verlagern in den bezahlten Bereich oder die verschiedenen Sektoren, dann steigt das Bruttoinlandsprodukt,
Also das, was wir in einem Jahr leisten, was ausgewiesen wird und berechnet wird in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung, das steigt dann ja, weil eben wir haben vorher etwas unbezahlt geleistet, jetzt wird mein Kind anders betreut, dort kriegt jemand Geld dafür, das wird eben erfasst, die Arbeitsstunden und ausgewiesen. Aber es ist gar nicht mehr Leistung, es ist mehr Bezahlung, aber es ist nicht unbedingt mehr Leistung da. Und insofern ist das eigentlich ein ganz interessantes Phänomen, gerade in diese Richtung, dass wir nicht so genau wissen, ist das jetzt eigentlich Wachstum oder, wie ich es nenne, Pseudowachstum. Eben einfach unbezahlte Arbeit, die zu bezahlter Arbeit wird, ohne dass der Gesamtumfang der Leistung zunimmt. Das ist kein wahnsinniges neues Phänomen, weil es eben schon auch von jemand, der aber dieses Umgekehrte bezeichnet hat, benannt worden ist. Also kann natürlich auch die Pfeile in die gegenläufige Richtung machen und hat dann einen Entmonetarisierungsprozess oder eben auch verschiedene, mehrere Entmonetarisierungsprozesse. Das heißt, wir machen wieder Dinge unbezahlt, die eigentlich vorher im Bezahlsektor, in den bezahlten Sektoren getan worden sind. Zum Beispiel im Online-Banking ist so ein Klassiker. Im Moment ist es vielleicht noch stärker das Homeschooling. Und dieses Phänomen hatte keinen Namen, aber benannt wurde es von den Wohlfahrtsökonomen Arthur Pigou, der in seiner Economics of Welfare, die glaube ich in der ersten Auflage schon 1920 erschienen ist, der hat das dort in umgekehrter Richtung benannt. Sie haben es bestimmt auch schon mal gehört in Kurzform. Es geht eben, das ist eigentlich der vorletzte Satz, um den es dann hier geht. Wenn ein Mann seine Haushälterin heiratet oder den Koch, also die Köchin in dem Fall, his cook ist dann die Köchin, dann verringert sich das Nationaleinkommen, was ja auch eben das Bruttoinlandsprodukt in einer anderen Version dann ist. Und er sagt einfach, das ist ein Paradox. Und er kann es eben mit seiner Wohlfahrtsökonomie nicht erfassen. Er befasst sich auch jetzt nicht groß damit, aber er benennt es an der Stelle wenigstens. Ja, damit möchte ich zur kritischen, reflexiven Versorgungsethik kommen. Ich hatte schon gesagt, dass das so mein auch methodischer Zugang ist, um eben zur Ökonomie des Versorgens reflektierend etwas sagen zu können, kritisch reflektierend. Und das sind wiederum vor allen Dingen die normativen Grundlagen, die ich mir damit genauer anschaue. Und in der Wirtschaftsethik wird dann gerne so die beiden Dimensionen, die Gerechtigkeitsfrage und die Sinnfrage, unterschieden. Die eine Seite, eben die Gerechtigkeitsfrage, fragt dann nach dem Wirtschaften für wen und ist das wirtschaftliche Handeln denn verallgemeinerbar und ist gerecht, frage ich dann natürlich auch, ist gerecht auch geschlechtergerecht? Und die Sinnfrage, ja, fragt danach, wozu wirtschaften wir denn eigentlich? Wozu? Und das andere, die Gerechtigkeitsfrage, für wen? Und die Antwort auf beide Fragen, das müsste ich natürlich, und das habe ich in dem Sammelband, in der Einleitung dazu, Ökonomie des Versorgens, auch ein bisschen weiter ausgeführt. Auf beide Fragen halte ich eben die Antwort der Versorgungssouveränität oder das Kriterium der Versorgungssouveränität für überzeugend. Worunter ich die Fähigkeit, ich zitiere mich jetzt gerade selbst, die Fähigkeit jedes Menschen, sich so weit wie möglich selbst mit dem zum guten Leben Notwendigen zu versorgen, verstehe und bei Bedarf auf die Unterstützung anderer Menschen zählen zu können, also dass sich selbst versorgen können, ebenso wie das versorgt werden. Also da steckt unglaublich viel drin und das entwickle ich natürlich, wenn das hier aber jetzt einfach nur setzen, können wir dann vielleicht nachher noch weiter diskutieren. Dann ist es wichtig, die Ebenen, also auch eigentlich ansetzend an eine integrative Wirtschaftsethik und die weiterdenkend aus Geschlechterperspektive, Ebenen vor sorgenden Wirtschaften zu unterscheiden. Die strukturelle Ebene, darüber sage ich im letzten Teil des Vortrags noch etwas. Die Organisationsebene, also versorgendes Wirtschaften von und in Organisationen, das haben wir in dem Versorgungsdiamanten so in Ansätzen kennengelernt. Und auf die individuelle Ebene, versorgendes Wirtschaften der Einzelnen, eben über das Konsumieren und Produzieren, natürlich bezahlt und unbezahlt, durch das Investieren, vieles mehr kommt noch dazu, will ich hier wenigstens ein bisschen noch etwas sagen. Das war gerade ein
Check machen, wie ich mit der Zeit bin. Aber ich glaube, das geht noch gut. Auf der individuellen Ebene geht es eben um das kritische Reflektieren des eigenen geschlechtsspezifischen Konsumverhaltens und allgemein der geschlechtsspezifischen Versorgung. Da ist es eben wichtig, wirklich zu sehen, dass wir auch an vielen Stellen in unserer Ernährungspraxis eben Geschlechterthemen sozusagen eingebettet haben oder dass das da eingeschrieben ist. Also wir können auch, vielleicht sagt Ihnen das Konzept des Doing Gender etwas, dass wir alle Geschlecht auch tun. Also wir machen auch die Geschlechterunterschiede, weil, also während wir einkaufen, kochen und essen. Und dazu habe ich auch ein paar Dinge mitgebracht, eben Doing Gender while Shopping. Ist zum Beispiel unterschiedliches Spielzeug für Mädchen und Jungen, das wir kaufen, nicht kaufen müssen, aber was wir kaufen, vielleicht, hoffentlich auch nicht so deutlich mehr. So ein Beispiel, dann unterschiedliche Kleidung für Frauen und Männer und auch für Mädchen und Jungen schon im Babyalter. Dann aber auch höhere Preise für Damenhaarschnitte und Herrenschuhe, ist auch ein Phänomen. Und dann ist in Paarhaushalten, wir müssen ja die verschiedensten Haushaltsformen unterscheiden, aber in Paarhaushalten mit Kindern sind bis heute mehrheitlich Frauen für den Einkauf der Lebensmittel zuständig und Männer eben immer noch für die größeren Anschaffungen, wie zum Beispiel Autokauf. Da, ja, und vieles mehr könnte man hier nennen. Ich will es dabei belassen und ein bisschen so auf die Zeit achten. Doing Gender by Cooking and Eating, kann ich jetzt hier nur ahnen, dass es dahinter steht. Ja, steht dahinter. Eben da ist es gleich auch wirklich interessant zu sehen, dass eben der Fleischkonsum zwischen Männern und Frauen doch recht unterschiedlich ist. Das sind jetzt Zahlen für Deutschland, aber ich glaube, für Österreich wäre das nicht so ganz groß anders. Und auch die Zahl der Vegetarierinnen sehr sich unterscheidet. Und bei den VeganerInnen wird es dann nochmal deutlicher oder der Unterschied noch größer. Ich glaube, das spricht für sich, muss ich nicht kommentieren. Damit komme ich zu dieser dritten Ebene. Wie gesagt, das wird jetzt der Schlusspunkt. Zukunftsfähige und geschlechtergerechte Versorgungssysteme, wo ich Sie auch gerne mit ins Boot holen möchte, da weiterzudenken. Aber zunächst möchte ich erstmal umreißen, was ich darunter verstehe unter den Versorgungssystemen. Also mir geht es darum, die Arten und Weisen der Bereitstellung der ganzen Vielfalt bezahlter und unbezahlter Versorgungsarbeit in den Blick zu bekommen. Und diese unbezahlte und bezahlte Versorgungsarbeit ist ja immer stark von kulturellen Normen und individuellen Werten geprägt. Und die gesellschaftliche Gestaltung der Versorgungsarbeit in den Blick zu bekommen, insbesondere eben auch die Sorgearbeit für junge, kranke, invalide, behinderte und alte Menschen. Fragen danach zu stellen, wer versorgt denn und wer wird versorgt? Zu welchen Zeiten in seinem Leben auch? Wie wird Versorgungsarbeit geleistet und unter welchen Bedingungen? Und wer übernimmt die Kosten? Also es geht darum, die Rahmenbedingungen einer Versorgungswirtschaft zu analysieren oder einer Ökonomie des Versorgens zu analysieren, die Versorgungssysteme zukunftsfähig und geschlechtergerecht zu gestalten. Und dabei ist eben auch wichtig, eine Sorgelogik, aber auch eine Versorgungslogik zu erkennen und zu formulieren und nicht die Verwertungslogik sozusagen auch noch auf Sorge und Versorgung anzuwenden oder zumindest nicht durchgehend. Das macht keinen Sinn. Wo stehen wir? Knapp umrissen, wir sind mitten nicht nur in Pandemiezeiten in Sorge- und Versorgungskrisen, zusätzlich zu einigen anderen Krisen, Wirtschafts- und Finanzkrise. Wir leben in globalisierten und digitalisierten Dienstleistungsgesellschaften. Das habe ich mit meinen Meilensteinen, glaube ich, da dargelegt. Wir haben das Wachstumsdenken institutionalisiert und kommen da nicht wirklich raus, auch wenn wir es mit Postwachstumsüberlegungen längst könnten. Wir sind enorm abhängig vom Weltmarkt, wenn der Suezkanal zu ist, kommen bestimmte Produkte gar nicht mehr an. Wir haben in manchen Produkten zumindest einen geringen Selbstversorgungsgrad, individuell, aber eben auch national. Ich meine, wer macht noch Dinge selber? Wenige, aber zunehmend doch dann wieder einige. Und was auch erstaunlich ist, ist die Gleichzeitigkeit von Unterernährung und Hunger. Es gibt immer noch 800 bis 1 Milliarde Menschen, die arm sind und Hunger leiden.
Es gibt aber gleichzeitig eben auch Überernährung und Fehlernährung. Also das finde ich auch unbedingt bemerkenswert, wenn man sich mit Versorgungssystemen auseinandersetzt. Ja, und dann eben auch solche Teilthemen wie Nahrungsmittelspekulation, die zu Preisexplosionen führen können, wie 2007, 2008. Wo wollen wir hin? Hier gilt es, Orientierungspunkte eben für die zukunftsfähige und geschlechtergerechte Gestaltung von Versorgungssystemen zu formulieren und Versorgungssouveränität auf allen drei Ebenen, also individuell, Organisation und strukturell, auf all diesen drei Ebenen durchzudeklinieren. Versorgungsarbeit soll in ausreichendem Umfang in qualitativ hochwertiger Weise und unter guten Arbeitsbedingungen in den verschiedenen Sektoren und Bereichen geleistet werden können, ohne dabei soziale Ungleichheiten zu vergrößern. Und eben, muss ich glaube ich jetzt nicht mehr sagen, es geht natürlich um bezahlte und unbezahlte Versorgungsarbeit. Was ja auch da nochmal steht, eben, dass es einerseits eben um unbezahlte Versorgungsarbeit immer auch geht und das wir anerkennen müssen und noch viel stärker also selbst immer wieder uns klar machen müssen, welch großen Beitrag die Versorgungsarbeit, die unbezahlte, zum gesellschaftlichen Wohlstand beiträgt. Und es geht darum, Versorgungssysteme explizit zu machen und aus Geschlechterperspektive zu analysieren. Und ich habe jetzt eine einfache Variante und eine etwas komplexere Variante mitgebracht. Und die würde ich gerne jetzt mit Ihnen noch anschauen. Und dann können wir auch erst in den Kommentar und dann in die Diskussion einsteigen. Und zwar ist die einfache Variante der Hashtag Close Econ Data Gap. Seit heute online und dort gibt es drei makroökonomische Zahlen, die hier für Deutschland nach dem Vorbild der Schweiz entwickelt worden sind. Das ist 380, 60, 825. Hört sich ein bisschen an wie eine Telefonnummer, heißt aber, und das sehen Sie unten drunter, 380 Milliarden Euro ist der Gender Pay Gap in Deutschland, was Frauen weniger verdienen als Männer. Und zwar alles wirklich zusammengenommen, was es da eben zu unterscheiden gilt. 60 Milliarden Stunden, das ist das Volumen unbezahlter Arbeit von Frauen. Männer leisten auch unbezahlte Arbeit, muss man immer wieder dazu sagen. Aber hier geht es wirklich darum, wirklich anhand dieser makroökonomischen Zahl das deutlich zu machen, was uns auch immer noch an Zahlen fehlt. Also Close Econ Data Gap ist wirklich ernst zu nehmen, dass es jetzt mit diesen drei Zahlen ja nicht getan ist, sondern wir brauchen an ganz vielen Stellen genau diese Zahlen, eben diese Zeitverwendungserhebung viel häufiger und so weiter. Und die dritte Zahl, das ist eben der Wert der unbezahlten Arbeit von Frauen, auch wiederum für Deutschland, das sind diese 825 Milliarden. Wie gesagt, das ist die einfache Lösung, um eben deutlich zu machen, wohin die Reise gehen kann, also erstmal auch sichtbar zu machen, was da alles geleistet wird. Und die schwierigere Variante sieht eben so aus mit Elisabeth Adis, die in einem spannenden anderen Text zum italienischen Sorge- und Versorgungssystem am Ende des Artikels gar nicht wahnsinnig eingeführt, diese irre Abbildung Taxonomy and Evaluation of Welfare Regimes. Ja, sehr verehrte Damen und Herren, es dürfte eins passiert sein, was manchmal bei diesen Zoom-Konferenz- und Webinaren passiert, nämlich, dass ein Teilnehmer, eine Teilnehmerin abrupt mit dem Satz unterbrochen wird und quasi einfriert. Wir warten vielleicht ein paar Sekunden, vielleicht wird die Verbindung wieder zu Frau Professorin Knobloch hergestellt. Oje, jetzt ist sie weg und wir hoffen, dass unsere technische Unterstützung durch den Herrn Jaksch möglicherweise wieder die Verbindung herstellen kann. Es kann aber auch sein, dass natürlich der Computer von der Frau Knobloch abgestürzt ist. Wir warten vielleicht ein paar Sekunden und überlegen dann, wie wir weiter fortschreiten. Ich sehe jetzt noch keine.
Wiederverbindung. Dürfte so sein, dass sie im Moment rausgeflogen ist und ich gehe davon aus, dass sie wieder versuchen wird einzusteigen. Möglicherweise wäre es sinnvoll, weiß nicht, ob das möglich ist, dass man jetzt vielleicht einen Teil des Kommentars oder vielleicht einen ist Teil möglich. Schon mal beginnen zu behandeln, aber es wäre nur ein Vorschlag. Ja, wir haben gerade gehört, also diese Welfare-Regime von der Frau Knobloch, ich glaube, das wäre auch sozusagen mehr oder weniger ihr Schlusswort oder in Richtung Schlusswort gegangen. Während wir also auf die Frau Knobloch warten, darf ich vielleicht den Kollegen Novi bitten, mit seinem Kommentar zu beginnen. Und wir werden schauen, dass die Frau Knobloch hoffentlich auch ein paar Notizen machen und wir werden sie dann auch in der Diskussion noch darauf zu sprechen kommen. Andreas, bitte. Ja, vielen herzlichen Dank. Also ich habe einige Punkte, die ich hintereinander bringen würde. Insofern geht es sehr gut, dass ich jetzt spreche. Es ist natürlich sehr schade, dass die Ulrike Knobloch nicht da ist und ich wäre jetzt nicht mit dem ersten geplanten Punkt beginnen, sondern das aufheben, was dann, glaube ich, für Sie und die Debatte auch noch interessant ist. Ich konnte ja ein bisschen auch die Fragen, Antworten mitlesen und werde das versuchen, auch das eine oder andere jetzt in dem Kommentar auch schon einzuarbeiten. Der erste Punkt ist, sagen jetzt von dem, wo ich herkomme, mir ging es ja immer um die Kritik dessen, was man als herkömmliches Wirtschaftsverständnis gesehen hat in den letzten Jahren, dann verstärkt mit einem Ansatz, der sich Alltagsökonomie nennt. Das ist sehr stark von einem französischen Historiker Fernand Brandel inspiriert, der sehr ähnlich, wie das ja Frau Knobloch auch gemacht hat, argumentiert, Wirtschaft, auch historisch gesehen, war niemals nur Marktwirtschaft und Kapitalismus, auch nicht in den letzten Jahrhunderten, sondern da gab es immer auch einen dritten Bereich des Alltagslebens, der Alltagsökonomie. Und auch wenn das bei Fernand Braudel noch nicht feministische Ökonomie war, so ist das eben ein historischer Zugang, der mit feministischer Ökonomik sehr gut anschlussfähig ist und eben auch das, was womit ich mich beschäftige. Das ist jetzt genial, jetzt habe ich einfach mal meinen Zugang kurz geschildert und kann sofort wieder das Wort zurückgeben und freue mich sehr, dass du wieder da bist, Ulrike. Ja, ich war ja, ich hoffe, ich bin auch schon wieder zu hören. Er bringt ja einen gleich mit Audio auch rein hier in Zoom. Ja, ich habe jetzt einfach den Computer wechseln müssen. Der andere ist immer noch im Wartemodus. Ich weiß nicht, was passiert ist. Er sagte mir plötzlich, er hat keinen Speicher mehr, was Sie wahrscheinlich sogar gesehen haben, weil es ja auf meinem Bildschirm war. Und ich war eigentlich am Ende, habe ich dann noch gesagt, aber ich wusste nicht mehr, ob ich noch zu hören bin, dass du gerne mit dem Kommentar jetzt auch starten kannst, weil ich war eigentlich mit diesen beiden Beispielen am Ende. Ich muss jetzt selber erst noch wieder eben auf die Folien zurückkommen können. Sozusagen, die habe ich jetzt gar nicht in aktueller Version auf dem anderen Bildschirm. Und der, wie gesagt, ist hier immer noch im Modus dessen, dass er überhaupt nicht wieder die Folien mir zeigt. Und insofern würde ich das nachreichen, was ich dann gleich vielleicht auch in die Diskussion nehmen, was ich noch dazu sagen wollte. Und insofern weiß ich jetzt nicht, ob das allzu abrupt ist, wenn ich dir jetzt das Wort wiedergebe und du mit dem Kommentar anfängst. Ich glaube, das ist das Beste, weil jetzt haben wir eh diese Unterbrechung. Und ich war auch ziemlich zum Schluss, das hatte ich ja auch gesagt. Also. Und was hast du jetzt gesagt, nur in drei Worten? In drei Worten nur gesagt, dass mein Zugang stark über Fernand Braudel und seine drei Wirtschaftsbereiche ist. Nochmal, was der Name war? Fernand Braudel, den Wirtschaftshistoriker, ja, mit seinen drei Bereichen Marktwirtschaft, Kapitalismus. Ich setze die Ohrhörer wieder auf dem anderen, dann höre ich dich besser. Gut, aber jetzt ist natürlich grandios, dass du da bist, weil dann kann ich mich auch bei dir bedanken für den Vortrag und auch für die Gelegenheit, dass ich dieses ausgezeichnete Buch gelesen habe. Ich habe es ja schon
vor längerer Zeit gelesen, weil ich damals bei der Buchpräsentation, wie es rausgekommen ist, schon dabei war und kann das nur allen Zuhörenden sehr ans Herz legen. Sie waren ja eh auch in den Folien, es ist kurz gezeigt worden, Ökonomie des Versorgens, weil es ein sehr schöner Überblick über feministische Ökonomik ist und ein Einstieg für die einen, für die anderen, aber auch durchaus vertiefend. Ja, und was ich eben, ich habe ein paar Punkte vorbereitet. Als erster Punkt, nur das aufgreifend, weil du ja begonnen hast mit den Forderungen aus der Frauenbewegung, die unsichtbare Ökonomie sichtbar zu machen. Und ich glaube, das ist bei politischen Prozessen immer ganz wichtig, dass dieses Kämpfen um sichtbar machen. Und das versuchen wir in der Alltagsökonomie, das versucht die feministische Ökonomik. Und es ist ja auch bis zum gewissen Grad und in Bereichen geglückt. Und die Zeiterfassungsstudien sind ja so ein Beispiel für einen weiteren Blick auf Ökonomik. Es sind ja auch bei den Fragen, ja, diesbezüglich ist ja auch eine Frage gestellt. Also diese Zeiterfassungsstudien werden in Österreich vom Sozialministerium in Auftrag gegeben. Geplant ist, das eben alle 10 Jahre zu machen, und die blau-türkise Regierung hat schlicht und einfach das nach den 10 Jahren nicht gemacht. Drum muss Ulrike Knoblauch bedauern, dass es nichts Aktuelles gibt, und in der jetzigen Regierung wird das eben nachgeholt, was auch ein Indiz dafür ist, dass Politik halt immer dieses Zusammenspiel des Drucks von Bewegungen und staatlichen Akteuren ist. Und dass es die türkisblaue Regierung nicht mehr durchführen wollte, ist halt auch ein Indiz dafür, dass das Unsichtbarmachen ein politisches Projekt ist. Und ja, also das und mit den Informationen, die wir hier haben, kann man auch ein bisschen ersehen, was unter Anführungszeichen eben auch geleistet wird von verschiedenen Menschen in unserer Gesellschaft. Und dazu komme ich dann auch gleich noch zurück. Du hast ganz spannend eingeblendet, ich habe den genauen Titel nicht mehr, aber vom Care Work to Provision, from Care, Beyond Caring Labor to Provisioning Work. Ja, und für mich selber war das ein Aha-Erlebnis vor ganz wenigen Tagen, nämlich, wir alle wissen diese Schwierigkeit, wie man den Care-Begriff übersetzt und wie sehr, ob man das mit Sorge übersetzt oder nicht. Da gibt es ja viele Debatten. Und dann gibt es diesen anderen Begriff Provision. Ja, und du übersetzt es ja im Buch durchgängig mit Versorgen. Ja, und das ist ja eine durchaus auch naheliegende Übersetzung. Es gibt aber viele Bereiche, jetzt auch in der Ökonomik, wo das als Bereitstellung übersetzt wird. Und dann sind Provision Systems Bereitstellungssysteme, die eben Bereitstellung heißt, da geht es dann sowohl um den Konsum als auch um die Produktion. Und dass wir, ja, wenn wir jetzt deinen Begriff des Versorgens nehmen, ja, dass wir dann bei etwas sind, was sehr, sehr spannend ist, dass die deutsche Sprache mit diesem Begriff der Sorge einen unglaublich starken Begriff hat. Ja, also mir ist das immer wieder begegnet. Der Ausgangspunkt war eine Veranstaltungsreihe mit der Cornelia Klinger, einer sehr bekannten Care-Forscherin, die darauf hingewiesen hat, ja, Versorgen, Entsorgen, Besorgen und so weiter, wie viel verschiedene Wörter mit Sorge gebildet werden können. Und wie wir versucht haben, die sogenannte Foundational Economy, die wir ins Deutsche mit Alltagsökonomie zu übersetzen, das verständlich zu machen, dann war die schnelle Übersetzung Daseinsvorsorge und Nahversorgung. Und das sind ja zwei Begriffe, die eigentlich in ganz anderen Feldern und Disziplinen sind. Ja, Nahversorgung ist sowas Betriebswirtschaftliches, Daseinsvorsorge ist so Sozialpolitik.
Aber beide haben wieder diesen Sorgebegriff. Ja? Und das dann hat dazu geführt, und ich würde jetzt eine Folie einspielen wollen, auch von mit einer Grafik, mit einer Tabelle besser gesagt, die diese Überlegungen, die Überlegungen zu den verschiedenen Dimensionen von Sorge auch widerspiegeln, beziehungsweise auch ein bisschen diese Frage bezahlt, nicht bezahlte Arbeit, also Sachen, die auch im Chat angesprochen wurden, im Vortrag angesprochen wurde, vielleicht ein paar Antworten gibt oder zumindest Anregungen zum Weiterdenken. Das ist eine Folie, eine Tabelle aus einer Studie, die wir für die Gewerkschaft der Gemeindebediensteten letztes Jahr gemacht haben und die wir Leistungsträgerinnen des Alltagslebens genannt haben. Und Ausgangspunkt war die bekannte Geschichte, dass die bejubelten Leistungsträgerinnen in der Regel nicht gesellschaftlich so wertgeschätzt werden, wie sie es eigentlich sollten. Und wir haben das dann zum Ausgangspunkt gemacht, der These nachzugehen, dass diese geringe Entlohnung und Wertschätzung auch etwas damit zu tun hat, dass diese Wirtschaftsbereiche nicht wertgeschätzt werden, ja, und eben am Rande auch der wirtschaftspolitischen und der allgemeinpolitischen Prioritätensetzung stehen. Und sind dann haben uns dann die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung angeschaut, haben uns angeschaut auch die Beschäftigtenstruktur, wer wo arbeitet, wie sich die gesamte österreichische Volkswirtschaft zusammenstellt und haben das dann versucht, in neuen Begriffen des Ökonomischen zu fassen. Und da sind wir, ich zumindest als Mitautor, durchaus auch inspiriert gewesen von deinem Buch, ja, und dieser Idee der Ökonomie des Versorgens, wie du an der Grafik ja auch sehen kannst. Ja, weil der Ausgangspunkt war, diesen Bereich der Daseinsvorsorge, ich weiß nicht, ob man, sieht man meinen Cursor, ja, der Daseinsvorsorge aufzuwerten. Das war die Geschichte, ja, der Gewerkschaft der Gemeindebedienstete, das sind die Pflegerinnen die Gesundheitsbediensteten in den Spitälern, in den Heimen. Ja, das waren die applaudierten Kassiererinnen in den Supermärkten. Ja, diese Bereiche haben wir dann Grundversorgungsökonomie genannt, ja, mit dem Aspekt, das ist das, was eben Grundversorgung ist, weil es Grundbedürfnisse befriedigt, weil, wie man ja im Frühjahr gesagt hat, das ist der Bereich, den man nicht schließen kann. Ja, it cannot be shut down. Ja. Und da diese Idee, ja, die, glaube ich, sehr nahe auch dessen ist, was wie du Ökonomie denkst, ja, und dann haben wir begonnen, da ein bisschen genauer hinzuschauen. Und das war ja auch die Entwicklung der Pandemie und die Dinge, wie sie gelaufen sind. Wenn man schaut, wie Daseinsvorsorge, und ja, überall ist dieser Sorgebegriff drinnen, historisch definiert ist, dann ist es das, was für unsere Grundbedürfnisse, die Befriedigung unserer Grundbedürfnisse notwendig ist, wir es aber nicht selber leisten können, sondern das Kollektiv, ja, die Allgemeinheit brauchen. Ja, damit ist aber, ja, und das kommt aus so von vor 100 Jahren, ja, die Gas-, Strom-, Wasserversorgung in den Städten, ja, konnte nicht mehr, ja, vom Eigenheim in der Stadt zumindest sichergestellt werden. Aber wenn man das anschaut, dann stellt man rasch fest, ja, aber dann gibt es auch eine Grundversorgung, die eben unbezahlt ist. Ja, und das haben wir uns dann langsam in Bereiche bewegt, die über das normale gewerkschaftliche Arbeiten hinausgehen und die allgemeine
öffentliche Debatte hat uns ja auch dann ein Stück weit dorthin geführt, weil dieser unbezahlte Sektor, also sich um die Kinder kümmern, der Zustand der Wohnung, also wie groß ist der Wohnraum, wie viel Zeit hat man, um wen kümmert man sich, ist ein ganz wesentlicher Teil eigentlich auch dieses Grundlegenden, aber eben nicht, weil das eine Frage im Chat ist, in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung erfasst. Ja. Und dann sagen, um das abzuschließen, weil der Bereich, den du ja weniger behandelt hast, aber der glaube ich auch sehr wichtig ist, nämlich in Relation in den Blick zu haben, eben der Bereich der Marktökonomie, des Kapitalismus, der Spekulation, des Immobiliensektors und so weiter und so fort, den wir da Richtung rechts auch aufgebaut haben und aufgelistet. Das war dann das letzte Argument, wo wir dann noch, du hast ja auch von zukunftsfähig immer wieder gesprochen, das dann noch mit der Frage der Ökologie verbinden, ja, und der ganzen Wachstumskritik, wo ja gesagt wird, gerade in reichen Ländern wird es wohl auch zu Schrumpfungsprozessen kommen müssen, dass da unsere Studien, ein Ergebnis in die Richtung geht, dass es bestimmte Sektoren gibt. Das sind die der Grundversorgungsökonomie, wo es mehr Unterstützung, mehr Aufwertung und teilweise Ausbau gibt. Und dass es eben vermutlich andere Bereiche geben muss, wo es Umbau und Schrumpfung gibt. Ja, und das war eben das, wo ich ein bisschen stolz bin, dass wir sagen, dass da eigentlich, finde ich, recht schön auch dargestellt haben und da implizit schon auch ganz viele Überlegungen, so meine ich zumindest, eures Buches und der feministischen Ökonomik aufgegriffen haben. Und ja, und damit schließe ich auch meinen Kommentar. Ich darf mich vielmals und herzlich bedanken, Andreas, bei dir. Ich würde gerne da genau anschließen wollen und gleich bei der ersten Frage des Chats auch landen und der Fragenliste und eine Frage an Professor Knobloch stellen, nämlich ein Zuschauer, eine Zuhörerin hat gefragt, was Sie von Degrowth halten. Und das schließt eigentlich direkt auch an das an, was der Herr Nobi gerade gemeint hat. Ob diese Wirtschaftsweise in Zukunft auch notwendig ist oder Zukunft hat. Wie stehen Sie zum Degrowth in diesem Zusammenhang? Ja, also es ist ein ganz wichtiger, vielleicht auch neuerer Zweig der Wachstumskritik. Also ich bin schon so lange in der Wirtschaftsethik, dass wir, ich habe noch so ein Buch im Kopf von Falkinger damals, das hieß Sättigung und war auch eine Wachstumskritik. Ne? Oder Small is Beautiful von Schumacher und was nicht alles. Ja, also für mich ist Degrowth jetzt einerseits, und ich habe ja eine Dissertation auch in dem Bereich jetzt gerade letztes Jahr betreut, eine ausgezeichnete Dissertation. Also für mich ist das sehr vertraut einerseits, und ich habe jetzt nicht selber diesen Begriff mitentwickelt und geprägt. Ja. Also das ist natürlich etwas, ich weiß noch, ich habe ja, haben Sie ja gesagt, zur Konsumethik promoviert, und da habe ich schnell auch zu hören gekriegt, ja, aber du willst uns ja hier nicht Askese predigen oder was, ja. Also ich glaube, das müssen sich auch heute PostwachstumsökonomInnen auch mal schnell anhören, dass irgendwie sie irgendwie zurück wollen. Das gab ja auch damals so Aufkleber, zurück in die Steinzeit, nein, danke und solche Sachen. Also es war oder es ist ein vielleicht so eine erste Welle des Postwachstumsdiskurses, der noch nicht unter diesem Namen war, den ich einfach mitentwickelt, mitgeprägt, mitgedacht habe oder sehr, dem sehr nahe stand zumindest. Und jetzt eben dieses sozusagen neue Postwachstumsdenken, da bin ich am Rande mit dabei, und ich glaube, ich gehöre auch, wenn man hört, liest, was ich schreibe, kann man mich ruhig da mitzählen. Ich bin dem sehr gut
oder stehe dem sehr positiv gegenüber, vertrete das auch mit. Aber ich würde jetzt nie sagen, ich bin eine Postwachstumsökonomin, weil, wie gesagt, ich habe anderes mitgeprägt, aber das jetzt nicht. Das läuft so, gerade auch vielleicht in einer anderen Generation so, als nochmal neuer Aufbruch, wo wir vielleicht längst schon hätten weiter sein müssen. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, diese Frage ist beantwortet und Andreas würde wahrscheinlich noch viel, viel mehr dazu sagen. Allerdings eine Frage, die im Chat auch aufgetaucht ist, die auch kurz schon angesprochen war, ist, wie sehen Sie sozusagen quasi die Einordnung der Care-Arbeit und der Versorgungsarbeit jetzt im Zuge der Pandemie? Das ist die Frage, die ist zweimal im Fragenkatalog aufgetaucht. Ja. Ich muss voranstellen, dass ich eben die Frage- und Antwort-Session nicht mehr aktuell, also die aktuelle sehe ich, aber ich sehe nicht mehr die ganzen Fragen, die da gewesen sind. Ich weiß, mittlerweile waren da 8 oder wie viele Fragen auch immer aufgelaufen. Ich habe eine mir noch notiert, aber eben im Zweifel, du hast das, glaube ich, eben, oder Sie haben das im Blick und können mir dann entsprechend die Dinge auch noch nennen, die ich noch, auf die ich noch eingehen sollte. Aber jetzt eben zu diesem erstmal Sorge- und Versorgungsarbeit, was ja auch Andreas Nubi in seinem Kommentar gesagt hat, also dass das wirklich eine wichtige, aber auch eine irgendwann nicht weiterführende Diskussion ist, was wird unter was gefasst. Ne? Und sprechen wir von den englischen Begriffen oder von den deutschen Begriffen, sprechen wir von Care und Provisioning oder eben dann doch lieber von Sorge und Versorgung und so. Und wie hat sich das auch entwickelt innerhalb der Geschlechterforschung? Ich denke, das habe ich klar gemacht, was da alles für auch von Hausarbeit zur Sorgearbeit zur Versorgungsarbeit für Schritte eben erforderlich waren, erstmal im Denken. Weil ja, wir hatten es eigentlich immer mit Arbeit und Erwerbsarbeit und da eben war die ganze Sorgearbeit, die bezahlte auch eben immer etwas außen vor. Und insofern jetzt die Frage, wie sieht das in der Pandemie aus? Also wir haben zumindest in Deutschland sehr stark doch eine Retraditionalisierung zu spüren. Also das ist auch unter feministischer Perspektive natürlich einerseits irgendwo notwendig, die Kinder und Alten müssen versorgt werden, aber andererseits sind dann doch wieder die Frauen mit den schlechteren Stellen, mit den weniger Prozenten, mit der größeren Flexibilität, diejenigen, die dann eben auch das Homeschooling und auch die Homebetreuung übernehmen. Es ist auch aktuell hier ganz konkret auch im privaten Bereich der Fall, also wo ich mich eben auch in Sorgeverpflichtungen plötzlich wiedersehe. Das ist durch die Pandemie natürlich, oder vielleicht auch, ja, natürlich sollte ich nicht sagen, aber das ist wirklich feststellbar, dass es da diese Retraditionalisierungstendenzen gibt. Und jetzt hatten Sie nochmal unterschieden zwischen Sorge- und Versorgungsarbeit an der Stelle. Und da müsste man wirklich jetzt einsteigen zu überlegen. Also bei der Sorgearbeit ist es sofort klar. Bei der Versorgungsarbeit kommt ja ganz viel hinein, dass wir vieles gar nicht beanspruchen können, nicht aus Essen gehen können und so. Also es findet gerade nochmal eine Umstrukturierung eigentlich der Sorgearbeit oder auch der überhaupt der Versorgung statt. Ich bin sonst gewohnt, aus Essen zu gehen, jetzt koche ich selber und so. Also da findet schon auch wirklich vieles im Privaten wieder statt. Also wir haben keine Zahlen, das habe ich ja ausführlich und Andreas Nubi hat es auch nochmal aufgenommen. Wir wissen nicht, was jetzt alles an unbezahlter Arbeit zugenommen hat. Das sind wirklich Vermutungen, aber ich glaube, da sind wir uns einig, dass da natürlich an vielen Stellen wirklich eine Umstrukturierung passiert, die, wenn die Restaurants wieder aufmachen, vieles wieder möglich ist, dann auch ganz schnell wieder anders wird. Also da könnte man auch sagen, da könnte man eigentlich die Postwachstumsökonomie mit ins Boot holen und sagen, oh, die müsste doch jetzt hier richtig Rückenwind haben und sagen, ja, lass uns doch auf irgendeinem anderen Niveau da uns einpendeln. Also da müsste man wirklich noch verschiedene Seiten mit ins Boot holen und überlegen, ja, was ist jetzt so, dass es dringend aufhören muss und was ist so, dass wir sagen, okay, da könnte man eigentlich mal drüber nachdenken. Wir merken ja auch, der Umwelt hat es eine Zeit lang gut getan, dass wir alle schön zu Hause bleiben. Mittlerweile sind diese Effekte aber schon wieder hinfällig. Darf ich vielleicht von der Frau Hürth gerne Fragen zusammenfassen oder vorlesen, weil es geht noch um die Begrifflichkeiten, um Sorge, Versorgung und so weiter. Und die Frau Hürth fragt im Chat, dass sie also der Begriff Versorgungssouveränität irritiert, weil
natürlich auch in der neoklassischen Ökonomie zum Beispiel dieser Konsumenten Souveränität, was auch vorgeht. Also kann man überhaupt von Souveränität oder von einem Souveränität so ausgehen? Sie fragt selber, sind wir nicht gerade strukturell versorgungsunsouverän, nämlich abhängig voneinander? Ich habe leider nicht alles verstanden, akustisch jetzt nicht. Aber ich fange trotzdem mal an, die Frage zu beantworten. Und wenn da noch was ungeklärt ist, einfach nochmal nachfragen. Also Konsumentensouveränität ist oder Konsumierendensouveränität, muss ich ja genderkorrekt sagen, ist mir natürlich mehr als geläufig mit meiner Arbeit zur Konsumethik, die Dissertation. Aber da ist es so, dass dieser, und souverän ist ja eigentlich auch nicht gegendert, also man hat auch da durchaus berechtigte Kritik, also das teile ich an der Stelle. Aber es ist eben dieser Ernährungssouveränitätsbegriff, wirklich als politischer Begriff von La Via Campesina ja eingeführt worden, um gegen die Ernährungssicherheit der FAO eben was in der Hand zu haben. Und das ist einfach so wichtig, diese auch wirklich politischen Überlegungen dahinter, eben wieder auch für die Ernährung nicht nur zuständig zu sein, sondern auch die Möglichkeit zu haben, wirklich den Boden zu haben, die Mittel zu haben, sich selber eben ernähren zu können. Und das hat mich dazu gebracht, dass eben jetzt nicht nur Ernährungssouveränität, das wäre ja zu wenig. Also wir wollen eben nicht nur irgendwie Zugang zu Getreide oder all dem, was uns jetzt am Leben erhält, sondern wir wollen ja eigentlich breiter diese Versorgung eben auch mit Kleidung, mit was nicht alle, mit Wohnraum und so weiter. Und deswegen habe ich mich entschieden, mit dem Begriff der Versorgungssouveränität eben auch nicht Versorgungssicherheit, sondern eben auf diesen drei Ebenen dann auch deutlich zu machen. Hier geht es wirklich darum, dass wir Herr und Frau unserer selbst sind, aber nicht nur eben individuell, sondern eben auch die Organisation mit ins Boot holen und auch die Wirtschafts- und Versorgungssysteme so zu gestalten, ne, dass wir Versorgungssouveränität eben ermöglichen und zwar so lange selber die Dinge tun zu können, wie wir das können. Und da, wo wir es eben nicht können, sei es am Anfang oder am Ende des Lebens, dort dann eben oder auch zwischendurch, dort dann die entsprechende Unterstützung zu haben. Und wie gesagt, alle vier Sektoren da ins Boot zu holen. Ich habe noch keinen besseren Brücke, vielleicht gibt es noch einen. Also wer so meine Entwicklungen da gerade dann bei der Antwort auf die Sinnfrage sieht, merkt, dass es da auch Entwicklungsschritte gibt. Also auch überhaupt mal, das war so ein ganz zentraler Punkt, mal zu verstehen, dass diese Marktsysteme, ganzen Gleichgewichtssysteme, auch Weiterführungen des Homo economicus, dass die immer noch mit irgendeiner Form von Präferenzen arbeiten und dass sie das aber als selbstverständlich erachten und das nicht hinterfragen. Das war so bei mir so ein Aha-Erlebnis. Das ist schon Jahre her, aber vielleicht sogar Jahrzehnte. Aber das war so ein ganz eklatanter Schritt, wo ich gemerkt habe, ja, es gibt philosophische Vorstellungen des Guten, die ja bis zum Fähigkeitenansatz reichen. Und die Vorstellung des Guten, also zutiefst normativ, die der Markttheorie zugrunde liegt, das ist eine Präferenztheorie des Guten. Und dann gibt es natürlich auch reflektierte Präferenzen und modifizierte Präferenzen, aber es bleibt immer in diesen Präferenzen stecken. Und da, finde ich, kommt man eben raus, Schritt für Schritt. Ich finde Fähigkeiten wichtig, aber möchte da auch nicht stehen bleiben aus verschiedenen Gründen und kommen dann eben zu dieser Versorgungssouveränität. Ist vielleicht noch nicht der letzte Schritt. Ich nehme das ernst, was im Chat gesagt worden ist. Da werde ich weiter drüber nachdenken, ja. Vielleicht darf ich eine Frage auch an den Kollegen Novi weiterleiten. Nämlich, Frau Knobloch, Sie haben gesprochen von Entlastungsprozessen und auch durch technische Prozesse, die entlastet werden. Das Problem, wo eine Frage aufgetaucht ist, ist natürlich, dass technische Prozesse an sich auch Belastungen auf Ökosysteme verlagern, also möglicherweise mehr an Energie, mehr an Materialien, mehr als an fossiler Energie brauchen. Und das ist oder wäre eigentlich so vielleicht die Grundhypothese dieser Frage, ja eigentlich zwar entlastend im Sinne der Versorgungsarbeiter unbezahlten, aber belastend für die Ökosysteme. Ist das so oder kann man das vielleicht so nicht sagen? Oder was wäre deine Meinung?
Also wenn ich gefragt bin, aber damit auch viel Raum für Ulrike Knoblauch bleibt, würde ich jetzt einmal sagen, ja. Ja, also das sind sozusagen Energiesklaven, wie man ja auch manchmal sagt, die das ist nicht menschliche Arbeitskraft, die für uns Dienst leistet, sondern es sind sozusagen natürliche Ressourcen und die, wenn sie eben übergenutzt werden, und in dem Prozess sind wir definitiv ja, in den westlichen reicheren Staaten, dann ist das ganz klar, ja, dass es auch eine Form auf Kosten anderer Leben ist. In dem Fall eben nicht nur anderer Menschen, sondern der Natur, beziehungsweise dann eben, wenn es zu Kipppunkten kommt, auch zukünftiger Generationen. Ergänzung, Frau Knoblauch, vielleicht noch. Ja, ich hatte vorhin eine Frage eben zu den Entlastungsprozessen auch noch gelesen. Ich habe sie aber jetzt nicht mehr finden können, dass überhaupt diese Entlastung irgendwie auch kritisch gesehen wurde. Und auch da gehe ich durchaus mit dieser Kritik mit, weil das war jetzt nicht so gedacht, dass das unbedingt zu empfehlen ist, sondern einfach rein logisch. Wie können wir uns von der unbezahlten Arbeit befreien, wenn wir das denn wollen? Und da gibt es einfach logisch diese Möglichkeiten, die ich ja mit diesen 4 Vs benannt habe. Und die auch in der einen oder anderen Weise von der einen oder anderen Gruppe ja durchaus auch gemacht wird. Aber was auch hier ich jetzt im Chat darauf aufbauend eben sehe und gerne auch aufnehme, das selber auch als Diskussionsfrage hatte, ist eben, wie kommen wir zu einer besseren Bewertung der Versorgungsarbeit, sowohl bezahlt als auch unbezahlt. Und das ist eben sowas, wo ich auch Ansätze habe, aber nicht als Einzelne sozusagen die gesellschaftliche Entscheidung vorweg machen kann. Wir müssen, das kann ich fordern, einfach anerkennen, was wir alle täglich tun. Also das ist etwas, was wir viel besser sehen, erkennen müssen, weil wir alle in Versorgung, oder die meisten, ich will jetzt hier nicht, also die meisten doch in bezahlter sowieso, aber auch unbezahlter Versorgungsarbeit sind, und das auch zu würdigen, uns selber klar zu machen, was wir da eigentlich ständig tun und machen, und dafür uns auch den Raum und die Zeit zu nehmen. Das ist eigentlich was wir als Gesellschaft, glaube ich, oder Gesellschaften besser verstehen lernen müssen. Also Bezahlung ist eben ein wichtiger Punkt und auch eine angemessene Bezahlung, aber es gibt Bereiche, die will ich unbezahlt machen, die sind unbezahlbar, aber ich will die Zeit haben, das zu machen. Also es gibt wirklich auch eine riesige Debatte um Sorgerechte, Zeit zu sorgen, aber auch Möglichkeit, nicht zu sorgen und so. Das war übrigens auch diese letzte Grafik, die ich ja, wo das dann abbrach, nicht mehr wirklich habe explizieren können. Da müsste man auch wirklich jetzt noch tiefer einsteigen. Aber da gibt es wirklich super Kriterien, um eben ein zukunftsfähiges Sorgesystem an der Stelle deutlich zu machen. Und dazu gehört eben, die Sorgerechte auszudifferenzieren. Also gibt es auch die Möglichkeit, nicht zu sorgen für Reiche wie für Arme, steht da zum Beispiel drin. Das finde ich ein ganz wichtiges Kriterium. Und da muss sich eine Gesellschaft zu befinden und entscheiden. Ja, ich glaube, da sind wir bei zwei weiteren Fragen, nämlich wird unbezahlte Arbeit durch das Statistische Bundesamt monetär bewertet? Also, und zwar wie? Also ist das in Österreich der Fall? Und wie kommt man, ich glaube, Sie hatten über 800 Milliarden Euro für Deutschland, glaube ich, quasi ermittelt oder als Zahl präsentiert. Wie kommt man zu so einer Zahl und wie kann man das eigentlich bewerten? Also das hatte ich auch nur ganz kurz gestreift. Das sind sonst auch gerne mal ganze 1,5 Stunden so in der Lehre. Aber vielleicht in so aller Kürze, es gibt mittlerweile, und das wird in Österreich auch gemacht, also alle, die diese Zeitbudgeterhebungen machen, die machen, würde ich jetzt mal behaupten, in der Regel auch eben diese Bewertung. Also das bleibt nicht bei der Volumenbestimmung stehen, sondern es geht auch in die Bewertung rein. Und das wird wirklich analog zur volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung gemacht. Ist ein Heidenaufwand, auch schon alleine im Nachvollziehen, im Verstehen. Wer einmal sich in der Volkswirtschaftslehre mit
der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung befasst hat, also auch wie man dazu kommt und wie da die Konten auch erstellt werden, der kann sich vorstellen, was bei der Bewertung der unbezahlten Arbeit los ist, also das dann vergleichbar zu machen. Also da werden dann auch Konsumgüter abgeschrieben und was nicht alles. Ne? Also wirklich, oder eben dann sind es ja keine Konsumgüter mehr, sondern Investitionsgüter, wenn der Kühlschrank eben über einen bestimmten Betrag ist und so weiter. Also das passiert da alles genauestens und insofern kommt man dann auf diese Milliarden, die ich ja auch angegeben hatte für Deutschland, und das würde ähnliche, ja nicht in der gleichen Größenordnung, aber vergleichbar auch in Österreich dann vorliegen. Also ich müsste jetzt nochmal wirklich in, Statistik Austria nachschauen, wie das dort genau auch gemacht wurde. Ich habe jetzt einfach diese Zahlen für die Zeitbudgeterhebung, aber nicht für diese Wertbestimmung. Aber das wird auch von den nationalen Statistikbüros in der Regel gemacht und bringt dann natürlich die erhellende Erkenntnis, dass da unglaublich viel von Männern und von Frauen unbezahlt gearbeitet wird und das einen Riesenwert hat und dass man auch vergleichen kann. Das sind dann oft so 30, je nach Lohnansatz, bis 70% des Bruttoinlandsproduktes. Kann man dann auch sehr schön vergleichen, aber man kann auch fragen, so what? Ja, dann weiß ich eben, was man für unbezahlte Arbeit bekommen würde. Hinkt auch immer, man hat ja eben für all das, was im Haushalt passiert, nicht die wahnsinnigen Löhne. Also dann setzen Sie in Deutschland den Lohn einer Haushälterin an. Das sind dann 8,25 Euro. Das ist halt nicht mit der Steuerberatung vergleichbar und so. Also das schleppen Sie dann mit, diese auch geringe Bewertung der Sorgearbeit. Also darüber kriegen Sie, ich finde das spannend, da kriegen Sie so eine Größenordnung, aber ja, es hilft Ihnen in den Debatten dann doch nicht so wahnsinnig weiter. Ich habe mal hier ein bisschen Licht angemacht, es wird langsam dunkel. Vielen herzlichen Dank. Wir haben jetzt noch 8 Fragen auf unserer Liste, die wir gerne beantworten wollen. Ich schaue ein bisschen auf die Uhr, und nachdem wir nicht, ich sage jetzt, unendlich lang Sie diskutieren wollen, auch unsere Zuhörerinnen nicht unendlich lang vielleicht aufhalten wollen, aber es ist eine extrem spannende Diskussion, würde ich gern schauen, dass wir also die zumindest 8 Fragen noch einmal jetzt versuchen zu beantworten, und ich glaube, dann sind wir eh auch am gegen Ende unserer heutigen Veranstaltung angelangt. Eine Frage, die sich ergibt, was die Verkürzung von bezahlter Arbeitszeit anlangt, nämlich: Könnte eine generelle Verkürzung bezahlter Arbeitszeit der Sorge- und Versorgungskrise entgegenwirken? Wäre das eine denkbare Maßnahme, um die ungleiche Verteilung von unbezahlter Arbeit besser zu verteilen? Und mit anderen Worten, ist es eigentlich nicht so, dass unbezahlte Arbeit an und für sich nichts Schlechtes ist, sondern es möglicherweise ist nur eine Frage der Verteilung. Vielleicht zwischen den Geschlechtern oder eine Verteilung zwischen bezahlt und unbezahlt. Ja, einerseits auf jeden Fall wird ja auch gerade in den Postwachstumsdiskussionen immer auch angeführt, Erwerbsarbeitsverkürzung. Aber wir müssen natürlich die verschiedenen Haushaltsformen uns auch anschauen und auch die verschiedenen Erwerbsarbeitssituationen, weil das ist natürlich einerseits schwierig immer noch, weil wir in anderen Kulturen, Arbeits- und Unternehmenskulturen eben verankert sind. Insofern wird einem da das Leben nicht leicht gemacht. Ich will das einerseits bejahen und andererseits auf die Schwierigkeiten an verschiedensten Stellen dort auch hinweisen. Also, weil Sie können ja nicht durchgehend Arbeitszeit verkürzen. Sie müssen eigentlich dann von Volllöhnen, von gut bezahlten Stellen ausgehen, dann auch gleichzeitig dagegen arbeiten, dass eben Karriere dann oft nicht mehr so gut möglich ist und so. Also das ist ja wirklich über Jahrzehnte einfach so gewachsen, wie wir heute Karrieren in Unternehmen, in Organisationen verstehen. Und da müsste man eben genauso ansetzen. Und dann habe ich immer so eine Grafik, die habe ich jetzt heute nicht, eine Folie mit den verschiedenen Haushaltsformen. Ne? Also was sind eigentlich so auch im 21. Jahrhundert ist der Familienernährer nicht mehr so das Modell, was so durchzuziehen ist, was natürlich immer ein Pendant hat, nämlich die versorgende Hausfrau 100% und ein Familienernährer, der 100% Einkommen erwirbt, und das mal zugrunde gelegt. Ja, jetzt haben Sie
immer noch einen Mehrpersonenhaushalt mit zwei Erwachsenen, die arbeiten. Ja? Und dann ist eh die Frage, soll jetzt eigentlich von 100% eines Familienernährerlohns ausgegangen werden, von 150 oder von 200%? Mit wem haben wir es da zu tun? Wir hatten eine Diskussion über die Double Career Couples, also Doppelverdiener, die dann wahrscheinlich alles an Sorgearbeit und Versorgungsarbeit zukaufen, weil gar keine Zeit ist. Die haben dann 200% eines Familienernährerlohns oder wahrscheinlich noch viel mehr. Aber jetzt einfach mal in dieser Logik zu bleiben. Also wir haben, will ich damit sagen, nicht einfache Lösungen, und die Verkürzung der bezahlten Arbeitszeit ist wirklich ein Baustein da für die Haushalte, wo das eben überhaupt möglich ist. Ne? Generell ist es so als Modell eben für jede Person, jede erwachsene Person genügend Zeit für Erwerbsarbeit, natürlich verbunden mit genügend Lohn, und eben auch genügend Zeit für Versorgungs- und unbezahlte Sorgearbeit. Ne? Also das wäre so das Ideal, aber wir wollen ja jetzt auch diskutieren, wie kommen wir dahin. Und eine Verkürzung bezahlter Arbeitszeit ist, wie gesagt, ein Teil davon, in diese Richtung zu kommen und wirklich eben diese Versorgungssysteme dann auch entsprechend zu gestalten. Ich darf vielleicht auch genau zu diesem Punkt zwei Fragen kombinieren und auch ein bisschen vorziehen aus der Liste der Fragen, die bislang noch offen sind. Stellt sich eine Frage, wie kommen wir zu einer besseren Bewertung der Versorgungsarbeit, sowohl bezahlt als auch unbezahlt. Und daran schließe ich an ein bisschen etwas in Richtung auch der wirtschaftspolitischen Forderungen oder Vorstellungen. Was gibt es konkrete Forderungen jetzt aus der Ökonomie des Versorgens, jetzt auch vielleicht für die Wirtschaftspolitik, um ich darf vielleicht noch eine Frage als Beisatz anfügen. Gibt es eigentlich so etwas wie eine Klassifizierung von Versorgungsarbeit, sagen wir, die aus bestimmten Gründen die weniger sein soll, Versorgungsarbeit, die ausgebaut werden soll? Oder ist quasi die Qualität der Versorgungsarbeit, ist das gleich? Oder gibt es da irgendwelche Differenzierungen? Und welche vielleicht Überlegungen oder Vorstellungen jetzt auch für Wirtschaftspolitik oder auch für Arbeitszeitpolitik und ähnliches, Lohnpolitik, würdest du dich da anschließen? Ja, also ich möchte zunächst mal diese wirtschaftspolitischen Forderungen, das steckt ja eigentlich in der Gestaltung des Versorgungssystems mit drin. Und was dafür natürlich ganz zentral ist, ist, dass eigentlich in allem, was wir jetzt auch wirtschaftspolitisch diskutieren, wir immer schauen müssen, was bedeutet auch umweltpolitisch und an verschiedensten politischen Stellen. Wir müssen eigentlich immer überlegen, was heißt das für die unbezahlte Versorgungsarbeit? Ne? Überhaupt für auch Sorgearbeit unbezahlt und so weiter. Also wir müssen immer schauen, also daran krankt eigentlich auch die ganze Umwelt- und Ökologiedebatte, dass wir immer wieder eigentlich auf die Haushalte, die jetzt gerade auch in Pandemiezeiten schon am in der Überlast sind, dass wir immer noch mehr Ansprüche haben. Also wir sehen eben nicht, dass in der Regel das gepuffert wird, eben von den Konsumierenden, die sich eben informieren müssen über das Ganze, von den Haushalten, die das entsprechend auch tun müssen. Ich sag mal schon, Mülltrennung ist ein Punkt, Dinge, die wir kaufen, dann auch, die wir vielleicht gar nicht kaufen sollten, dann auch wieder entsprechend entsorgen und so weiter. Also wir haben an ganz vielen Stellen eben gute Ideen, die daran scheitern, dass wir nicht sehen, dass wir eigentlich unbezahlte Arbeit damit produzieren. Also das ist so, was ich früher mal mit Konsumarbeit umschrieben habe, dass wir immer den Konsum als reinen Kaufakt sehen und die ganze Arbeit, die damit verbunden ist, eben einfach nicht im Blick haben. Also das ist so der Punkt, wo ich sage, das ist so grundsätzlich, das muss einfach in jeder wirtschaftspolitischen Forderung mitgedacht werden. Eigentlich immer, ja, machen Sie doch mal eine Analyse. Was heißt das jetzt für die Haushalte, für die unbezahlte Arbeit im Haushalt, aber eben auch an anderen Stellen? Eine Frage bezieht sich ganz grundsätzlich auf die Ziele der feministischen Ökonomie. Also
womit befasst sich die feministische Ökonomie? Und die Frage lautet, und ich lese das kurz vor, so wie ich es verstanden habe, ist es eine Frage der Familienstruktur. Zum Beispiel, wenn der Mann die Familie versorgt, wird die Frau zwar nicht indirekt bezahlt, jedoch ist das vom Mann verdiente Geld ja für die ganze Familie gedacht. Also wo ist da genau auch die feministische Perspektive auf Versorgungsarbeit und genau. auf die Ökonomie des Versorgens? Ja, also die feministische Ökonomie hatte ich ja anfangs einleitend schon so die ganze Bandbreite aufgemacht, dass es da wirklich viele Ansätze gibt, die sich eben mit ökologischen Fragen befassen, genauso wie eben mit makroökonomischen, ebenso wie ich auch diese Zahlen genannt habe, auch das, also dieses Close Econ Data Gap, das ist natürlich feministische Makroökonomie, wo man dann tatsächlich auch guckt, jetzt zum Beispiel das Konjunkturpaket oder Konjunkturpakete, wie wirken die eben auch geschlechtsspezifisch, das ganze Gender Budgeting, was ja in Österreich sogar in der Verfassung mit drin steht und so. Also das sind alles Dinge in der ganzen Bandbreite, was die feministische Ökonomie umtreibt. Und wenn wir dann schauen, aber was verbindet eigentlich die feministische Ökonomie, dann ist es wiederum eben das, was Frauen lange Zeit unbezahlt gemacht haben, aber jetzt irgendwie längst nicht mehr in diesem Umfang bereit sind zu machen. Und wie kann das eigentlich gelöst werden? Also wie können wir da eine Lösung, eine geschlechtergerechte Zukunftswege eben finden? Wie kann man das verteilen? Und so, das ist sicherlich etwas, was so die feministische Ökonomie eint, wobei sie haben auch ganz konservative Dinge wie eben Frauen in Führungspositionen. Das ist so ein klassisches Thema, was dann auch eine Mainstream-Ökonomie irgendwie wichtig findet, bis hin eben zu radikal Queer Economics, Überlegungen, wo man eben nicht mehr am Ernährungsmodell festhält, sondern wirklich von auch queeren Communities oder gequeerten Haushalten, also wirklich nicht quer, sondern mit einem Doppel-I dann, queer, wirklich die ganzen Haushaltsformen, die es ja heute längst gibt. Der häufigste Haushalt, zumindest in Deutschland, ist der Single-Haushalt. Und das wird oft dann eben, gerade wenn es um Haushaltseinkommen geht, vernachlässigt, also dass sie dann gar nicht vor Arbeit unbezahlt bezahlt verteilen können, sondern sie eigentlich beides und genügend Zeit für beides dann eben haben sollten. Und insofern ist jetzt eben dieses Modell, dass der Ernährerlohn sozusagen die Frau miternährt hat. Ja, sie müssen aber auch da jetzt feministisch weiterdenken. Die Frau hat ja auch den Mann mit versorgt. Ne? Also das ist immer in beide Richtungen. Wir haben immer nur das Einkommen im Blick, schon bei dem Begriff Familienernährermodell ist immer nur der Mann im Blick. Aber deswegen, feministisch muss man es auf jeden Fall gleich weiterdenken und sagen, ja, da war auch eine 100% Versorgung. Und das gibt es so nicht mehr. Und deswegen müssen wir uns um diese ganze Sorge- und Versorgungsarbeit im Haushalt eben Gedanken machen, wie kann das verteilt werden? Sonst produzieren wir da ständig neue Krisen, indem wir, wie gesagt, jetzt in der Corona-Pandemie mehr denn je stecken. Eine weitere Frage ist jetzt etwas weniger Ökonomie der Versorgung, sondern wie beurteilen Sie diese Zunahme unbezahlter Arbeit quasi in der bezahlten Arbeit, also quasi unbezahlte Überstunden haben Sie angesprochen. Nicht, wenn man Ihr Buch liest, dann wäre das ja auch eine unbezahlte Arbeit, die man also machen könnte. Wie würden Sie das beurteilen, diese Zunahme? Die Überstunden muss man wirklich nochmal getrennt schauen, also wie die sich eben gestalten, wann die zunehmen und wie die sich entwickeln. Und da will ich eigentlich jetzt nicht wirklich rein. Das ist ja innerhalb der Arbeitsverträge eine spezielle Geschichte, dann auch ganz unterschiedlich geregelt. Mal wird das eben ausgeglichen, mal nicht und so. Ist ein eigenes Phänomen und Problem. Aber jetzt, wenn ich die Größenordnung der unbezahlten Arbeit im Haushalt sehe, dann ist eben die Größenordnung der Überstunden zwar auch nicht vernachlässigbar, gerade für die und die Bereiche, wo das auch verschärft eben passiert, aber es ist eben einfach eine ganz andere Größenordnung. Ne? Das ist einfach so.
Aber ja, sollte man nicht vernachlässigen. Aber wenn ich von unbezahlter Arbeit spreche, dann sind das wirklich die Tätigkeiten so im und um den Haushalt und die Teile, die jetzt dann im Unternehmen, habe ich selber ja genannt, da haben Sie recht, im Unternehmen als Überstunden passieren. Das ist einfach ein Bruchteil davon, ein sehr kleiner Prozent. Mhm. Ein bisschen so eine Andeutung der nächsten Frage war schon in Bezug auf welche unbezahlte Arbeit, Versorgungsarbeit sollte mehr oder weniger sein, wie ist das sozusagen quasi zu beurteilen. Und im Chat eine Frage ist durchaus auch provokant gestellt, nämlich die Frage lautet, mir ist noch nicht klar geworden, wie wir aus Sicht von Gegenbewegungen zur Care-Arbeit oder zur Versorgungsarbeit unterstellen sollen. Care-Arbeit wird doch zum allergrößten Teil innerhalb der Familie geleistet. Könnte die Organisation von gemeinschaftlicher Versorgungsarbeit, also zum Beispiel in Volksküchen, gemeinsame Kinderbetreuung, Reparaturcafés und Ähnliches, nicht eine Entwicklungsrichtung sein, die ein emanzipatives Potenzial hat, ohne die Nachteile der Ökonomisierung und Tertiarisierung zu vergrößern? Geht es also nicht um Dekommodifizierung von Arbeit und hat unbezahlte Arbeit so gesehen nicht sogar einen gewissen zukünftigen Charakter als Arbeit, die eben nicht nur wegen des Geldes gemacht wird? Also, Sie wissen, was ich sagen will, wie schaut das aus Sicht von Gegenbewegung, Dekommodifizierung aus? Man kann ja unbezahlte Arbeit ja auch nicht, auch sehr positiv auch dann schlussendlich organisieren in beispielsweise ja, gemeinsame Kinderbetreuung zum Beispiel. Ja, also ich glaube, die Ideen, die hier genannt werden, die sind alle gut. Man muss überlegen, ob die verallgemeinerbar sind. Also ich wollte jetzt nicht Volksküchen für alle. Also ich glaube, viele würden gerne ihre eigene Küche behalten, aber dann trotzdem vielleicht Volksküchen oder Gemeinschaftsküchen dann ab und zu mal vielleicht nutzen können, mehr als es jetzt ist und so. Also da finde ich dann schon unser Wahlsystem nicht schlecht. Also jetzt nicht mit neuen Dingen zu kommen, die dann für alle gültig sind, sondern eben wirklich diese ganze Vielfalt aufzumachen. Ich hing jetzt noch an einer Sache, dass Care-Arbeit vor allen Dingen in den Familien geleistet wird, was so eben nicht stimmt. Also es wird ein großer Teil der Care-Arbeit oder einiges an Care-Arbeit natürlich in den Familien geleistet, aber viel bezahlte Care-Arbeit wird ja auch gemacht, gerade jetzt in der Corona-Pandemie, alles was in den Krankenhäusern und eben auch in den Schulen und in den Kindergärten und wo nicht überall passiert. Das ist natürlich bezahlte Care-Arbeit, zumindest wenn man den Care-Begriff ein bisschen weiter fasst. Und insofern haben wir sehr vieles, was im bezahlten Sektor schon stattfindet und auch gut stattfindet und gut bezahlt auch stattfinden soll und auch weiterhin da stattfinden soll. Insofern auch da wieder wirklich diese 4 Sektoren und beides mal eben bezahlt und unbezahlt sich da anschauen, halte ich da für notwendig. Und wie gesagt, dann kombiniert mit diesen ganzen Ideen, die es ja schon gibt, also von Caring Commons bis hin zu alternativen Pflegediensten wie jetzt das Bürtsorg-Modell in Niederlanden oder die Zeitvorsorge, das Zeitpolster in Österreich zum Beispiel. Und gibt so viele gute, und was auch jetzt genannt wurde im Chat, so viele gute Ansätze, die aber nicht für sich alleine tragen. Das muss alles eben zu einem, ja, irgendwie vielleicht dann doch, will nicht revolutionär sagen, aber doch sehr transformativen neuen Wirtschaftssystem. Ja, also da, denke ich, kommen wir auch mit diesen Vorstellungen der Gegenbewegungen einerseits weit, aber ich will eigentlich auch mit dem, was ja schon ist, was ich auch mit dieser ganzen unbezahlten Versorgungsökonomie gezeigt habe, eben das eben auch mitnehmen sozusagen. Klar sind Familien oft traditionell und diese Familiarisierung ist auch nicht Retraditionalisierung sowieso keine Lösung. Ja. Aber gleichzeitig gibt es eine Sorgelogik, die in jedem Haushalt in irgendeiner Form stattfindet, sonst könnte man, oder Versorgungslogik auch, sonst könnte man nicht überleben. Und das gilt es eben weiter zu denken. Also wirklich mal von dem Haushalt aus Wirtschaftspolitik und Wirtschaftstheorie denken, da können wir viel, viel lernen. Und das finde ich eigentlich
ja, noch stärker sozusagen rausarbeiten und auch mitnehmen. Also das ist, was Andreas Nobi ja auch gesagt hat, dass eben eigentlich die Marktwirtschaft fast ein bisschen kurz kam in meinem Vortrag, weil ich so sehr auf diesen unbezahlten Bereich abhebe. Aber genau da gucken wir zu wenig hin. Auf die Marktwirtschaft gucken so viele ÖkonomInnen. Aber wir gucken zu wenig in diesen unbezahlten Bereich. Und was können wir daraus lernen? Wie können wir da eben das Gute mitnehmen und das Schlechte lassen? Und das Gute sehen wir da eigentlich noch erst in Grenzen. Und klar, wir sind auch immer haushaltsmäßig total über- und ausgelastet, sodass das dann auch manchmal zum Blick gerät. Aber das ist eben auch was, was die feministische Ökonomie wirklich leistet, da eben wirklich hinzuschauen, stärker als das andere tun und da auch Positives draus zu ziehen. Weil andererseits wäre ja, oder die umgekehrte Aussage wäre ja, wir würden alles eben in die bezahlte Arbeit schieben, alles in die Markt- und Staats- und Non-Profit-Systeme, und das ergibt ja überhaupt keinen Sinn. Das kann man in Grenzen, ist das auch sinnvoll, aber eben nicht in Gänze. Ja, würde, wenn man sagt, man muss vielleicht unbezahlte Arbeit anders verteilen oder sie auch vielleicht in den Non-Profit-Sektor schieben oder so, vielleicht auch berechtigtermaßen, weil dort zum Beispiel Pflegearbeit viel besser passieren kann als vielleicht in einem Haushalt. Ist das aber nicht vielleicht, und so ist die nächste Frage, ist das nicht, würde das nicht aussagen, dass unbezahlte Arbeit, das eigene Engagement vielleicht weniger wertgeschätzt wird, als einen anderen Stellenwert hat? Sollte man nicht eigentlich sagen, unbezahlte Arbeit sollte also mehr wert sein? Also man sollte sehr vorsichtig sein, vielleicht mit einer Forderung, die eine bessere oder andere Verteilung oder zwischen bezahlt und unbezahlt quasi zum Ziel. Jetzt habe ich nicht so ganz gesehen, wohin da die Frage geht. Also war das jetzt eine hier aus dem... Das war eine Frage aus dem Chat. Also wenn man also unbezahlte Arbeit weniger machen will, also sich davon entlasten will, aus welchen Gründen, ist das aber nicht im Umkehrschluss sozusagen quasi ein Hinweis darauf, dass unbezahlte Arbeit ganz grundsätzlich auch weniger oder zunehmend weniger wertgeschätzt wird? Sollte man aber nicht im Sinne der Wertschätzung nicht mehr unbezahlte Arbeit oder dem einen anderen Wert geben. Also wer ist das, der da das weniger schätzt? Also ich würde jetzt sagen, das sind wir alle irgendwie und wir können da auch gegensteuern. Ja? Also das ist eben, was nehmen wir als das Normale an? Ja? Und ich fange da eigentlich an, wo ich sage, wir machen eigentlich alle, wir leisten alle unbezahlte Arbeit und machen wir das doch selber auch sichtbarer. Also von wem machen wir das abhängig? Also das Marktsystem, klar, das schätzt das nicht. Ne? Also das schätzt es nicht wert. Ne? Da wird erst irgendwas, wenn es eben Kohle gibt, ne? Mal ganz flapsig gesagt, relevant. Ne? Aber eben in der Hauswirtschaft ist das total wichtig, was ich da unbezahlt mache und das eben selber wichtig nehmen und dadurch eben auch vielleicht das für andere wichtig erscheinen lassen oder auch wirklich wichtig werden lassen. Weil wir wissen eigentlich, dass das ganz grundlegend wichtige Dinge sind, die die Familie, aber auch das Gesellschaftssystem, das Wirtschaftssystem brauchen. Und insofern sind wir dann sozusagen in diesem Bewertungskreisel, dass wir dann die Bewertung der anderen wieder über die eigene Bewertung setzen. Aber dass das so ist, ich bin ja auch nicht naiv, das ist natürlich so. Ne? Es zählt nur, was eben entweder Geld oder Likes oder was auch immer bringt, irgendwelche quantitativen Bewertungssysteme. Ne? Also bloß da müssen wir raus, sonst kommen wir nie zu einer Postwachstumsökonomie oder überhaupt einer zukunftsfähigen Wirtschaftsweise. Ich darf das vielleicht auch andere Wirtschaftsweise noch etwas zuspitzen und mit der letzten Frage auch schließen und vielleicht auch dann
an euch beide übergeben, vielleicht für ein Schlusswort. Ne? Nämlich die letzte Frage, die letzten beiden Fragen in Kombination lauten, wenn wir jetzt unbezahlte Arbeit da quantifizieren und viel, ich interpretiere jetzt, viel, viel Geld und viel Studien reinstecken, um das alles also genau zu erheben und so weiter und zu erfassen und sichtbar zu machen. Die Frage lautet, naja, ist das nicht vielleicht so eine Ablenkung und ein Gegenschauplatz von essentiellen anderen Punkten, wie so grundsätzliche Wirkmechanismen oder Prinzipien der Marktwirtschaft? Und wäre nicht das bedingungslose Grundeinkommen nicht hier viel besser geeignet, oder sollte man sich vielleicht die Kräfte dorthin bündeln, das als wirtschaftspolitisches Rezept herzunehmen? Und vielleicht weniger da jetzt bezahlt, unbezahlt, sondern mehr sozusagen quasi vielleicht das grundsätzliche Auskommen, das so ein bedingungsloses Grundeinkommen zu sichern. Also ich halte das bedingungslose Grundeinkommen für eine tolle Idee, aber das reicht nicht aus. Und Sie haben damit das Geschlechterverhältnis noch überhaupt nicht in den Blick genommen. Ne? Also das müssen Sie sich alles noch zusätzlich anschauen. Also das ist ein Baustein, wie vieles ein Baustein ist. Aber überhaupt nicht nach Motto, wir bündeln jetzt bitte alle und machen nur noch Grundeinkommen. Das halte ich eben nicht für den einzig möglichen Ansatz, sondern das muss mit vielem anderen kombiniert werden. Sonst haben Sie die Frauen in Grund, ja, hängt natürlich auch immer von der Finanzierung ab, wie viel da gezahlt wird, aber sonst haben Sie die Frauen dann gering bezahlt für die Hausarbeiten, die sie immer schon gemacht haben. Wäre natürlich eine Verbesserung, ein erster Schritt, aber Sie haben das Geschlechterverhältnis überhaupt nicht ausgehebelt. Ja, vielleicht darf ich auch den Andreas Novi auch bitten, vielleicht um ein Schlusswort oder eine Abrundung der Diskussion. Ich möchte mich nur bedanken. Vielen herzlichen Dank für die Gelegenheit, da teilnehmen zu können und eine ganze Menge gelernt zu haben. Und ich würde es eher verbinden wollen, weil mit einer Veranstaltungsankündigung und ganz kurz noch eine Einblendung machen. Weil wir die Veranstalter dieser Veranstaltung, also Volkshochschulen, diverse Universitäten, die Karl Polanyi Society, nächste Woche drei Veranstaltungen mit Nancy Fraser haben, der feministischen Philosophin, die die erste Wiener Karl Polanyi Gastprofessorin ist. Und am 4.5. um 8 Uhr ist die erste große Veranstaltung mit ihr, wo die Gastprofessur offiziell sagen ich, von der Stadträtin auch vergeben oder sagen, übergeben wird. Und Mittwoch, Donnerstag sind dann zwei andere Veranstaltungen. Stefan Jaksch wird dann die Teilnehmenden auch die diesbezüglichen Links schicken. Vielen Dank, da zwei Stunden gelernt zu haben. Ja, ich darf mich auch bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern bedanken für Ihre Aufmerksamkeit, für das Zuhören, für die vielen, vielen Fragen. Ich hoffe, wir konnten zumindest einige Fragen gut beantworten. Es gibt noch natürlich weitere Veranstaltungen nächste Woche vor allem, aber auch bis in den Herbst hinein. Ich darf mich auch vielen wirklich bedanken für den tollen Vortrag und die wunderbare Diskussion bei Professorin Knobloch und Herrn Professor Novi von der Wirtschaftsuniversität für diese Veranstaltung und für Ihre Beiträge. Herzlichen Dank und guten Abend. Ich glaube, damit können wir unsere Veranstaltung beschließen. Besten Dank und noch einen schönen Abend. Vielen Dank, einen schönen Abend von meiner Seite. Ja.